ohnehin prekäre Situation in den Krankenhäusern wurde noch dramatischer. Liječnike, na sestre koji još nemaju dovoljno iskustva u kliničkoj praksi i gdje ih permanentni broj umrlih ljudi iz dana u dan budi osjećaj nesigurnosti, budi osjećaj odgovornosti, jesmo li mogli pružiti više, jesmo li pružili sve i stvara osjećaj neuspjeha. Neue Impfstoffe gegen das Coronavirus machen Hoffnung. Serbien setzt als erstes europäisches Land den Impfstoff des chinesischen Unternehmens Sinopharm ein. Peking hat schon 1 Million Dosen geschickt. In der EU ist dieses Vakzin noch nicht genehmigt. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat versprochen, überall in der Welt verschiedene Impfstoffe zu kaufen. Was die Bürger entscheiden? Pretpostavljam da bi se odlučivao između kineske i ruske. Pfizer sigurno ne bi, to znam. Mislim da nije sigurno, ali ako bi morala biram, to bi bila ruska vakcina. Rusku. Pa ne znam, od detinjstva volim Rusu, imam prijatelje Ruse i imam poverenje veliko u njih. Die Regierung in Pristina wartet auf die ersten Lieferungen aus der EU und den USA. Medienberichten zufolge hatte Serbien jedoch bereits Ende letzten Jahres eine Lieferung des chinesischen Impfstoffs in den Norden Kosovos geschickt, in die Gemeinden mit überwiegend serbischer Bevölkerung, sehr zum Ärger der Behörden. Por deri me tani ne nuk e kemi asnjë informacion zyrtar për pos hetimeve preliminare të cilat për mendimin tim i takojnë institucioneve tjera mbikëqyrëse apo zbatuese të ligjit, siç është policia, dogana dhe prokuroria e shtetit. An der östlichen EU-Außengrenze stiegen im Sommer 2020 die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei. Auslöser war ein türkisches Forschungsschiff, das in griechischen Gewässern stationierte. Die Grenze zwischen den beiden Ländern war zu der Zeit wegen Covid-19 geschlossen. Dies hat die Existenz vieler Menschen, die vom Tourismus leben, gefährdet. Με τους γείτονες τα έχουμε πολύ καλά τα έχουμε, δεν έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα τα έχουμε μόνο με τους μεγάλους. Και θέλουν να πάρουν το Καστελόρις. Σαν ήταν ανοιχτά τα σύνορα πηγαίναμε κάθε μέρα, πηγαίναμε Τουρκία. Κάθε μέρα. Ήταν αγαπητοί οι άνθρωποι, δεν είχαν πρόβλημα. Όμως τα προβλήματα τα έχουμε με αυτούς τους μεγάλους τα έχουμε τα προβλήματα. Die Corona-Krise hat die Politik gezwungen zu handeln. Aber sie hat auch Nationalismus, Protektionismus und Desinformation das Tor weit geöffnet. Der Kampf gegen die Pandemie wird noch lange dauern. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde der Südosteuropa-Gesellschaft, ich freue mich, Sie heute aus unserer Geschäftsstelle der Südosteuropa-Gesellschaft in München begrüßen zu dürfen. Wir haben diese Begrüßung, wie auch andere Teile des Programms, aufgezeichnet, digital, um diese Jahreshauptversammlung auch in Pandemiezeiten so professionell und interessant, so vielfältig und gut nachvollziehbar wie möglich darstellen zu können. Deswegen möchte ich von dieser Stelle ganz besonders Frau Botschafterin Susanne Schütz aus dem Auswärtigen Amt begrüßen, von der ich sicher weiß, dass sie teilnehmen und auch einen Gruß beibringen wird. Ich möchte aber in dieser allgemeinen Form alle anderen Botschafterinnen und ehrenwerten Gäste, die uns beiwohnen, insgesamt begrüßen, weil ich natürlich heute noch nicht wissen kann, wer konkret an der Veranstaltung online dann, wenn sie stattfindet, teilnehmen wird. Ich weiß aber auch, dass diese Situation, dass Sie mich hier sehen in der Geschäftsstelle der Südosteuropa-Gesellschaft, etwas darüber zeigt, was unser Team von der Geschäftsstelle in den letzten Monaten auf die Beine gestellt hat. Durch die Pandemie wurden wir gezwungen, digitaler zu werden. Aber ich bin der festen Überzeugung, die Südosteuropa-Gesellschaft hat es dank der hervorragenden Arbeit der Geschäftsstelle sehr, sehr gut, vielleicht sogar vorbildlich geschafft, diesen Sprung in kürzester Zeit und mit sehr, sehr, sehr überschaubaren Ressourcen zu schaffen. Deswegen gilt der Gruß natürlich auch an das hervorragende Team aus der Geschäftsstelle. Ich bin mir sicher, dass Sie jetzt alle auf Ihren Bildschirmen die Funktion des Applaus anklicken werden, um Hans-Jörg Breyer und Christian Hagemann das Feedback zu geben, was sie dafür verdienen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch ganz herzlich unsere diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger begrüßen. Herrn Professor Dr. Wladimir Djurdjevic, der die Konstantin-Jiritschek-Medaille erhalten wird, Herrn Keno Fersek, unseren diesjährigen Träger des Journalistenpreises, sowie unsere drei Förderpreisträger, Frau Dr. Elisa Sadjukov, Herrn Dr. Visa Nonay und Herrn Dr. Yannis Nalbadidakis. Auch alle Mitglieder
und Gäste der diesjährigen Jahreshauptversammlung möchte ich noch einmal begrüßen. Wie der kurze Film zu Beginn schon gezeigt hat und wie ich auch schon angedeutet habe in der Einleitung, war das letzte Jahr etwas Außergewöhnliches. Eine Pandemie ist wie kein zweites Ereignis prägend für das Leben eigentlich jeder Person in unserem Land und auf unserem Kontinent. Aber sie ist auch ein Ereignis, was es viel mehr als alles andere die Tätigkeit einer Organisation beeinflusst. Wir haben als Südosteuropa-Gesellschaft immer schon Menschen aus verschiedenen Ländern zusammengebracht. Wir haben Austausch und Dialog zum Ziel gehabt. Und Sie alle wissen, dass man das eigentlich nur in der persönlichen Begegnung schaffen kann. Und so ist es doch im Rückblick auf unsere Jahrestagung im letzten Jahr in München ein wenig verwunderlich, dass viele der vom damaligen Präsidenten und heutigen Ehrenpräsidenten Gernot Erler angekündigten Veranstaltungen und Initiativen zwar nicht mit der persönlichen Begegnung, aber doch stattfinden und auch in ihrer ursprünglichen geplanten Form zum Dialog und zur Zusammenarbeit beitragen konnten. Auch die Form und die Durchführung unseres heutigen Treffens in einem digitalen Format zeigt, was wir geschafft haben. Wir haben es in der Pandemie geschafft, 17 von der Geschäftsstelle geplante Online- und hybride Veranstaltungen durchzuführen, unsere wichtige Arbeit für Austausch und Dialog fortzusetzen, aber auch in der Pandemie die Möglichkeit zu bieten, sich zu informieren, Wissen und Entwicklung in der Region nachzuvollziehen oder auch über diese zu berichten. Dabei wurden von uns nicht nur neue Formate, zum Beispiel digitale Fachgespräche, etabliert, die wir auch über die Pandemie hinaus behalten wollen, sondern wir haben auch neue Kanäle geschaffen, die Ihnen unser Angebot zur Verfügung stellen können. Schauen Sie doch einmal auf dem YouTube-Kanal der Südosteuropa-Gesellschaft vorbei und entdecken Sie beispielsweise die Aufzeichnung unserer vergangenen Veranstaltungen. Mitten in der Pandemie ist auch die neue digitale Heimat der Südosteuropa-Gesellschaft entstanden, unsere neue Website. Mehr denn je ermöglicht sie Ihnen, ganz nach Ihren Bedürfnissen für Ihren Forschungsbereich, für Ihre Interessen oder für Ihre Schwerpunkte zu suchen, aber auch neue Kontakte zu knüpfen in unserem Login-Bereich. Ich kann Ihnen nur ans Herzen legen, diese Funktion auszuprobieren. Und falls Sie daran kein Interesse haben, sollten Sie auf jeden Fall alle unsere digitalen Ausgaben der Südosteuropa-Mitteilungen im Zweifelsfall nachvollziehen und lesen. Herausragende Artikel und Beiträge sind es wert, gelesen zu werden. Unsere erste vollständig digitale Jahreshauptversammlung bedeutet aber auch, dass wir diesem Ziel, den persönlichen Austausch und den persönlichen Dialog, in dessen Zentrum natürlich immer die jährliche Jahreshauptversammlung steht, dieses Jahr nicht gerecht werden können. Ich hätte Sie gerne in Hamburg, wie man bei uns sagt, in diesem Jahr begrüßt und hätte Ihnen die Möglichkeit geschaffen, mit uns gemeinsam zu diskutieren, in den Veranstaltungen, beim Kaffee in den Pausen und abends vielleicht auch beim Wein oder beim Bier. Ich hoffe sehr, dass wir so bald wie möglich wieder in der Lage sein werden, diesen persönlichen, menschlichen Austausch, der uns allen so wichtig ist, auch in der Südosteuropa-Gesellschaft zu führen. Die Pandemie hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch bin ich mir sicher, dass die digitale Jahreshauptversammlung, die nun folgt, dank der Arbeit unseres Teams mit kreativen Ideen und einer professionellen Ausführung für Sie eine anspruchsvolle, aber interessante, vielseitige, kreative und vielleicht auch kurzweilige Zeit bieten kann. Wir wollen Preisträgerinnen und Preisträger ehren. Wir wollen diskutieren und wir werfen den Blick auf Klima-Energiepolitik in der Region, ein Thema, was in diesen außergewöhnlichen Zeiten vielleicht scheint hinten anzustehen und gleichzeitig gleichermaßen dringlich bleibt. Ich wünsche uns und Ihnen nun für die nächsten Stunden eine interessante Veranstaltung. Im Anschluss an meine Einführung wird Frau Botschafterin Susanne Schütz, unsere Beauftragte für Südosteuropa, die Türkei, EFTA-Staaten, OSZE und den Europarat beim Auswärtigen Amt, Sie begrüßen. Ich möchte mich bei Ihnen, Frau Schütz, stellvertretend für Ihre Arbeit, aber auch die Arbeit des Auswärtigen Amts insgesamt ganz herzlich für die hervorragende und wirklich, wirklich, wirklich vertrauensvolle Kooperation auch in den letzten Monaten und Jahren bedanken.
Und ich möchte auch noch mal ganz persönlich sagen, wir in der Südosteuropa-Gesellschaft spüren das Vertrauen des Auswärtigen Amts in unsere Arbeit. Und das ist für uns ein großer Rückenwind. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen anlässlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Südosteuropa-Gesellschaft die Grüße des Auswärtigen Amtes zu überbringen. Ich verbinde dies mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches und gutes, ja besseres Jahr 2021. Für das Auswärtige Amt ist die Südosteuropa-Gesellschaft dank Ihres großen Engagements und des Einsatzes Ihrer Mitarbeiter und Mitglieder seit vielen Jahren ein enger und vertrauensvoller Partner. Hierfür bedanke ich mich ausdrücklich. Hinter uns liegt ein außergewöhnlich schwieriges Jahr. Die präzedenzlose Entwicklung der Corona-Pandemie hat uns alle zum Umdenken gezwungen und einen Großteil unserer Aufmerksamkeit absorbiert. Die Pandemie hat uns aber vor allem auch vor Augen geführt, wie verletzlich, zugleich aber auch wie eng vernetzt wir sind. Das Virus kennt keine Grenzen. Das bedeutet, dass auch seine Bekämpfung nur gemeinsam und grenzüberschreitend erfolgreich sein kann. Die Länder des westlichen Balkans liegen inmitten Europas. Aufgrund der engen historischen, politischen, kulturellen und vor allem auch menschlichen Beziehungen war für uns daher von Anbeginn klar, dass die EU den Westbalkan bei der Bekämpfung der Pandemie durch Stärkung der Gesundheitssysteme und Einbeziehung in die internationale Impfstoffversorgung mitdenken muss. Die EU hat hierfür im Laufe des letzten Jahres erhebliche Mittel bereitgestellt, die wir auch durch bilaterale Unterstützung mit Beatmungsgeräten und Schutzausrüstung noch aufstocken konnten. Klar ist, auch wenn wir jetzt hoffen, vielleicht das Schlimmste hinter uns zu haben, werden uns die Folgen für die Wirtschaft und damit auch die sozialen Folgen noch lange beschäftigen. Die EU steht den Staaten des westlichen Balkans auch hier als engster Partner zur Seite und hat im vergangenen Jahr beispiellose Unterstützungspakete in Höhe von insgesamt ca. 12 Milliarden Euro geschnürt. Vor diesem Hintergrund gilt für uns nach wie vor die stetige Entwicklung der Länder des westlichen Balkans hin zu Mitgliedern der Europäischen Union mit starker Rechtsstaatlichkeit, gefestigten demokratischen Strukturen und Institutionen und einer florierenden Wirtschaft ist nicht nur für die Region selbst, sondern auch für uns in der EU von strategischem Interesse. Das Versprechen der EU-Mitgliedschaft, gegeben 2003 in Thessaloniki, ist weiterhin gültig. Diese EU-Perspektive bleibt aus unserer Sicht der entscheidende Treiber für tiefgreifende Reformen und friedliches Zusammenleben. Die Entscheidung der EU im März letzten Jahres, Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien aufzunehmen, war daher ein richtungsweisendes Signal an die gesamte Region, dass sich schwierige, aber notwendige Entscheidungen wie das Prespa-Abkommen zwischen Griechenland und Nordmazedonien oder die höchst komplexe Justizreform in Albanien auszahlen. Wir hätten es uns sehr gewünscht, noch während der deutschen Ratspräsidentschaft erste Beitrittskonferenzen mit beiden durchzuführen. Wir hoffen sehr, dass dies nun der portugiesischen Ratspräsidentschaft in diesem Halbjahr gelingen wird und stehen als Teil der Trio-Präsidentschaft hierzu mit Portugal im engen Kontakt. Wir sind uns zugleich bewusst, dass es auf dem Weg der Region in die EU noch viele Hürden gibt. Wir begrüßen es, dass der Normalisierungsdialog zwischen Serbien und Kosovo unter der Ägide des EU-Sonderbeauftragten Miroslav Lajčak im letzten Jahr wieder aufgenommen wurde. Wichtig ist jetzt, dass dieser Dialog mit Kompromissbereitschaft von beiden Seiten nach der Regierungsbildung in Kosovo schnellstmöglich fortgeführt wird, mit dem Ziel eines umfassenden Abkommens, das alle offenen Fragen nachhaltig regelt und das beiden Ländern perspektivisch eine Mitgliedschaft in der EU ermöglicht. Aber auch Defizite bei Rechtsstaatlichkeit, justizieller Unabhängigkeit und Medienfreiheit, ein viel zu schleppender Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen halten eine positive Entwicklung der Länder auf. Oft sind sie auch Ursache für mangelnde wirtschaftliche Perspektiven, die in den letzten Jahren viele, insbesondere junge Menschen veranlasst haben, ihre Heimat zu verlassen und zum Beispiel in Deutschland für sich und ihre Familien eine Zukunft zu suchen. Zu diesem Thema Jugend, Abwanderung und Demografie
haben wir gemeinsam mit der SOG und dem Aspen-Institut im letzten Herbst eine sehr gelungene und viel beachtete Konferenz durchgeführt, an deren Ergebnissen wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit der SOG mit einem Zivilgesellschaftsforum anknüpfen wollen, das Deutschland als derzeitiger Vorsitz des Berliner Prozesses ausrichten wird. Darüber hinaus freuen wir uns auf die Zusammenarbeit auch zu der Vielzahl anderer Themen, die Südosteuropa und uns aktuell beschäftigen. Dabei wissen wir die hervorragende Regionalexpertise der Südosteuropa-Gesellschaft, ihre Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und ihr reges Veranstaltungsprogramm sehr zu schätzen. Hier leistet die Südosteuropa-Gesellschaft einen enorm wichtigen Beitrag dafür, die Bedeutung des westlichen Balkans für uns in Deutschland und in der EU in die öffentliche Debatte zu tragen und im öffentlichen Bewusstsein zu halten. An dieser Stelle gilt mein Dank ganz besonders auch den diesjährigen Preisträgern der Förderpreise, der Fritz und Helga Exner Stiftung, der Konstantin Jiricek Medaille und des Journalistenpreises. Herr Dr. Nalbadibazis, Herr Dr. Nonay, Frau Dr. Sarchukov, Herr Dr. Djurdjevic, Herr Versek, ich möchte betonen, dass Ihre Arbeit von zentraler Bedeutung für das Verständnis und die Kenntnis von Südosteuropa ist. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Ihre Beiträge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Sarrazin, lieber Herr Brey, bevor ich schließe, wünsche ich Ihnen und den Mitgliedern der Südosteuropa-Gesellschaft eine interessante und anregende Jahreshauptversammlung. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Wie üblich steht bei unserer Jahrestagung die Auszeichnung des exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchses an erster Stelle. Die Möglichkeit, einen Förderpreis zu vergeben, verdanken wir der Südosteuropa-Gesellschaft angegliederten Fritz und Helga Exner Stiftung sowie unserem werten Präsidiumsmitglied Professor Franz Lothar Altmann, der uns auch 2020 wieder mit einer persönlichen zweckgebundenen Spende für die Nachwuchsförderung unterstützte. Im Namen unserer Gesellschaft danke ich der Stiftung und Professor Altmann sowie den Mitgliedern unseres Preis- und Stipendienrats für ihre, wie immer, sehr sorgfältige und wichtige Arbeit. Vielen Dank. Für die Dissertationspreise gab es in 2020 das zweite Jahr in Folge einen Rekord an Bewerbungen. Wir freuen uns daher sehr, erneut wie im letzten Jahr drei Preise vergeben zu können. Die Preisträgerinnen und Preisträger sind in diesem Jahr Dr. Yannis Nalbadidakis, der sich an der Humboldt-Universität zu Berlin mit der Arbeit in den Verliesen der Diktatur, Folterzentren während der Militärdiktaturen in Griechenland 67 bis 74 und Argentinien 76 bis 83 promovierte. Er ist aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für südosteuropäische Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin tätig. Dr. Visa Nonay schrieb an der Universität Regensburg eine Arbeit mit dem Titel Albaniens Schwerindustrie als zweite Befreiung, der Stahl der Partei als Mikrokosmos des Kommunismus. Er arbeitet als Lehrer in Frankfurt am Main. Dr. Elisa Sadjukov, die an der Universität Leipzig eine Arbeit mit dem Titel Die andere Seite der Intervention, eine serbische Erfahrungsgeschichte der NATO-Bombardierung 1999 vorlegte. Sie arbeitet dort aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Ost- und Südeuropäische Geschichte. Entschuldigen Sie, für Ost- und Südosteuropäische Geschichte natürlich. Scheint mein Hintergrund zu sein, dass ich Südosteuropa und Osteuropa manchmal miteinander vermische. Ich gratuliere Ihnen allen dreien herzlich zur Auszeichnung. Ich finde es sehr, sehr schade, dass wir nicht wie sonst Sie auf die Bühne bitten und Ihnen den verdienten Applaus von den Mitgliedern unserer Gesellschaft zukommen lassen können, die Sie für Ihre Arbeit verdient haben. Ich glaube, es ist wichtig auch für junge Wissenschaftlerinnen wie Sie, die gerade auch in der jetzigen Pandemiephase an den Universitäten oder auch an der Schule, wie Herr Nonay, erleben, wie schwierig gerade für den wissenschaftlichen Nachwuchs diese Phase ist, einfach zu wissen, dass wir Ihnen jetzt alle akustisch laut hörbar applaudieren für Ihre Arbeit. Bleiben Sie der Region und dieser Arbeit gerne treu. Nun ist es aber Zeit, Sie selber zu Wort kommen zu lassen, um uns Ihre Arbeiten kurz vorzustellen. April 1967 in Griechenland und März 1976 in Argentinien. In beiden Ländern putscht sich das Militär an die Macht, löst das Parlament auf und nimmt in der Folge Tausende Menschen in Haft. Sowohl die griechische als auch die argentinische Militärdiktatur gründeten auf Folter. Sie war zentrales Element der Regime und trug maßgeblich zu ihrem Erhalt bei.
Von diesem düsteren Kapitel handelt meine Arbeit in den Verliesen der Diktatur, Folterzentren während der Militärdiktaturen in Griechenland und Argentinien. Mein Name ist Yannis Nalbandidazis und ich freue mich sehr, Ihnen einen kurzen Einblick in meine Forschung präsentieren zu können. Welche Institutionen waren mit systematischer Folter betraut? Welche machttechnische und institutionelle Verankerung hatten Folterzentren in den Regimen und wie exakt funktionierte das System der Misshandlungen in der alltäglichen Praxis? Was sieht man, wenn man die griechische mit der argentinischen Entwicklung vergleicht? Und wie erfuhren die Menschen, die zu Opfern der perfiden Folterpraktiken gemacht wurden, die Misshandlung? All das sind Fragen, um die es in meiner Forschung geht und die an die zentrale Frage nach den Einflussfaktoren auf die Gewalt an diesen Orten anschließen. Diese Orte, das meint im Falle meiner Forschung zwei der wohl berüchtigsten Folterinstitutionen, die wie nur wenige andere für die Repressionen der beiden Militärjuntas stehen. Die Technische Militärschule der Marine in Buenos Aires, kurz ESMA, und Bubuline, die landläufig gebrauchte Bezeichnung für die Zentrale der Sicherheitspolizei in Athen. Geschuldet ist diese starke Fokussierung einer methodischen Erwägung. So erprobt meine Arbeit dichte Beschreibungen im Vergleich, also eine möglichst genaue Betrachtung einzelner Gewaltsituationen. Leitend ist dabei der Gedanke, dass ein solches Vorgehen eine andere analytische Tiefenschärfe in der empirischen Arbeit ermöglicht. Aus insgesamt 6 unterschiedlichen Blickwinkeln werden die beiden Folterzentren betrachtet. So wird über eine Beschreibung der Orte aus räumlicher Perspektive und die Bandbreite angewandter Gewalthandlungen zu den Dimensionen Zeit- und Handlungsspielräume übergeleitet. Im Anschluss erfolgen dann mit den Perspektiven Geschlecht- und Menschenrechtsorganisationen gesellschafts- und zeitspezifischere Blickwinkel, die über die Abläufe in diesen beiden Institutionen hinausgreifen. 2 grundlegende Erkenntnisse meiner Forschung mag ich kurz skizzieren. Eine Vielzahl an Arbeiten zu Folter behauptet, die Steigerung des Schmerzes durch physische Gewalt stünde im Mittelpunkt der Marter. Meine Arbeit zeigt hingegen, dass die Steigerung der Angst der Betroffenen im Zentrum der Folterpraktiken stand. Eine kleine, gleichwohl bedeutsame, unterschiedliche Gewichtung, die mit vielerlei Implikationen einhergeht und eben dazu führt, dass ich in meiner Arbeit prominent von Institutionen der Angst spreche. In etlichen Darstellungen wird Folter zudem gerne als Beziehung zwischen einem einzelnen Folterer zu seinem Opfer beschrieben. Nicht selten sind solche Darstellungen auch von Behauptungen von Allmacht geprägt. In den von mir untersuchten Institutionen wurde hingegen systematisch in Kollektiven gefoltert. Der Gruppe kommt dabei sowohl eine eskalierende als auch eine begrenzende Funktion zu. Es ließe sich eine Vielzahl weiterer Erkenntnisse und Anregungen ausführen, vom Primat des visuellen Sinns über die Grauzonen des Handelns bis hin zur Rolle doppelter Viktimisierung durch das Geschlecht. Schließlich mag meine Forschung zu insgesamt 4 übergeordneten Feldern einen Beitrag leisten. Zum Gewalthandeln in den beiden Foltergefängnissen, der Frage nach der institutionellen Rahmung, nationalen Repressionspolitiken sowie der Gewaltforschung im Allgemeinen. Wenn Sie mögen, sprechen oder schreiben Sie mich gerne an. Ich freue mich stets über einen Gedankenaustausch. Sehr gerne können Sie bei Zeit natürlich auch einfach einen Blick in mein Buch werfen. Erscheinen wird es in diesem Spätsommer in der Reihe Eigene und fremde Welten bei Campus. Für die Anerkennung meiner Arbeit in Form des Dissertationspreises mag ich abschließend der Fritz und Helga Exner Stiftung sowie der Südosteuropa-Gesellschaft ganz herzlich danken. Ihnen allen wünsche ich alles Gute und bleiben Sie gesund. Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, mein Dissertationsprojekt zur serbischen Erfahrungsgeschichte der NATO-Bombardierung 1999 in aller Kürze vorzustellen. Manchen der Anwesenden wird das hier abgebildete Foto vertraut vorkommen. Es ist die Ruine des durch die Bomben der NATO im Frühjahr 1999 stark zerstörten ehemaligen jugoslawischen Verteidigungsministeriums in Belgrad. Im Volksmund nur Generalstab genannt, ist es heute eine Art Ikone der Bombardierung. Zwar nicht zuletzt einer der Gründe, mich meinem Forschungsprojekt zuzuwenden.
Als ich 2012 für ein Auslandsjahr nach Belgrad kam, fuhr mich der Taxifahrer vom Bahnhof in meine temporäre Bleibe. Er machte extra einen Schlenker, um an der riesigen Ruine vorbeizufahren, drehte sich zu mir um und sagte lächelnd, "That was you." Das war also ich. Bis dato waren die Ereignisse des Kosovo-Krieges für mich eine vage Erinnerung aus der Tagesschau gewesen. Hier nun derart konfrontiert zu werden mit einer politischen Verantwortung, der ich mir bis dahin gar nicht bewusst war, ließ mich neugierig werden. Ich begann Fragen zu stellen und die Menschen, die ich in Belgrad und andernorts in Serbien traf, waren begierig zu antworten. Für die Mehrheit der nicht-kombatanten Bevölkerung in Serbien war schließlich die einzige und erste Kriegserfahrung und Zerfallsprozess des ehemaligen Jugoslawiens. Bis heute wurde viel über die politischen Dimensionen humanitärer Interventionen diskutiert, aber doch nur wenig über die erfahrungsgeschichtliche andere Seite dieses noch immer kontroversen Militäreinsatzes. Meine Forschung war von dem Erkenntnisinteresse geleitet, wie sich die vielfältigen Erfahrungen der serbischen Gesellschaft mit dem Ausnahmezustand der Bombardierung in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit beschreiben lassen. Dafür habe ich auf ein Quellenensemble zurückgegriffen, das Diskurse in den Blick nahm, genau wie Emotionen, Erfahrungen und Erinnerungen, habe mir Printmedien sowie zahlreiche Ego-Dokumente angeschaut. Erstmals habe ich auch digitale Selbstzeugnisse als Interventions- und Interaktionsmedium in Kriegszeiten fruchtbar gemacht. Die Luftangriffe der NATO führten dazu, so die zentrale Erkenntnis meiner Analyse, dass die serbische Gesellschaft auf sich selbst und damit vor allem auf den Kriegstreiber Milosevic zurückgeworfen war. Der Soziologe Božidar Jakšić brachte dieses Dilemma schon damals auf die passende Formel NATO planes in the sky, Milosevic on the ground. Der Ausnahmezustand des Krieges erlaubte es Milosevic, einerseits gegen vermeintliche Feinde des Regimes im Inneren vorzugehen und oppositionelle Stimmen zu unterdrücken. Andererseits sicherte die patriotische Mobilisierung unter dem Targetzeichen und das gemeinsame Feindbild NATO dem Regime erneuten Rückhalt innerhalb der Gesellschaft, der jedoch mit den fortschreitenden Luftangriffen immer mehr bröckelte und sich schließlich in der Revolution vom 5. Oktober 2000 und dem finalen Sturz Miloševićs in Blut. Die Bombardierung, so zeige ich in meiner Arbeit, stellte für die serbische Gesellschaft eine zutiefst ambivalente Erfahrung dar. Einerseits vertraute man den westlichen Werten der Demokratie und somit auch vertraute man auch in die Präzision westlicher Bomben so sehr, dass wilde Partys, amoröse Beziehungen und ein wunderschöner Frühling, sogar die Freibäder hatten geöffnet, zum nostalgischen Repertoire der Kriegserinnerung gehörten oder gehören. Andererseits aber sah man sich auch mit fast 500 zivilen Opfern, immensen Zerstörungen, insbesondere auch von Kulturgütern wie Brücken und nicht zuletzt auch mit der Angst vor gesundheitlichen Langzeitschäden durch den Einsatz uraniumangereicherter Munition konfrontiert. Nicht zuletzt, und das stellt bis heute das größte moralische Dilemma der Bombardierung oder der Erinnerung an die Bombardierung dar, wussten die Menschen natürlich trotz der allgegenwärtigen Propaganda um die serbischen Verbrechen in Kosovo. Andererseits war und ist es, mit der Ausnahme der unermüdlichen serbischen Zivilgesellschaft, einfacher, sich nicht mit der eigenen Verantwortung auseinanderzusetzen. Das führt bis heute dazu, dass die NATO-Bombardierung im privaten, wie aber vor allem im politischen Kontext zumeist adressiert wird, als hätte sie nichts zu tun mit dem Krieg in Kosovo. Während die Intervention in Kosovo selbst als Wegbereiter eines schrittweisen Prozesses der Unabhängigkeit erinnert wird, hat sich in Serbien das hegemoniale Narrativ einer heldenhaften Verteidigung der serbischen Gesellschaft gegen die Übermacht der NATO. Nach einer langen Zeit des pragmatischen Vergessens nach 2000 und auch ersten Schritten zu einer Aufarbeitung hat der amtierende und wieder sozusagen zurück ins Amt berufene serbische Präsident Aleksandar Vučić, einst selbst zur Milosevic-Regierung gehören, das Gedenken an die Opfer der NATO-Bombardierung, wie es jährlich zum 24. März stattfindet, wieder zum zentralen staatlichen Erinnerungsakt deklariert. Vergessen, so seine Botschaft, könne man die Verbrechen der NATO niemals, aber unter seiner Führung gestärkt in eine bessere Zukunft gehen. Wer mit der Geschichte Serbiens vertraut ist, dem wird dieses Narrativ bekannt vorkommen. Es ist, wie Wolfgang Höpken es treffend formuliert hat, die ewige, schaurige Sage vom Amselfeld.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Hallo, mein Name ist Nisan Hohmey. Ich freue mich, durch diesen Videoclip euch etwas über meine Arbeit zu erzählen. Ich bin in Tiran geboren, im Rahmen der osteuropäischen Migrationswelle, die den Fall des Eisernen Vorhangs folgte und die auch Albanien umfasste, bin ich 1993 nach Deutschland gekommen. Ich habe in Paris und in Frankfurt am Main Geschichte und Germanistik studiert. Promoviert habe ich in der Universität von Regensburg. Dabei wurde ich betreut von Professor Dr. Grunbauer, Leiter des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropa-Forschung, und von Professor Dr. Marc Spöder, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der Universität von Regensburg. Der Titel meiner Arbeit lautet Albaniens Schwerindustrie als zweite Befreiung, der Stahl der Partei als Mikrokosmos des Kommunismus. Wie es auch der Name andeutet, steht im Mittelpunkt der Studie das Großkombinat der Stahl der Partei in der zentralalbanischen Stadt Elbasan, das als Flaggschiff der kommunistischen Industrialisierungspläne galt. Mit Hilfe dieser Fallstudie wollte ich prüfen, wie sich die Arbeitsverhältnisse in der albanischen Industrie zur Zeit des Staatssozialismus gestalteten und wie sich die eigentliche Arbeiterklasse herausbildete. Zum anderen sollte erforscht werden, welche Auswirkungen die Umgestaltungsprozesse auf die Bevölkerung hatten und inwiefern das Stahlwerk betriebswirtschaftlich rentabel war. Ursprünglich interessierte ich mich mehr für politische Geschichte. Nach einem profunden Gespräch mit Professor Grunbauer und einem Besuch in Elbasan, wo ich mich mit der Thematik auseinandersetzte, wuchs aber meine Motivation für das Thema ungemein und ich beschloss, über die Geschichte des Kombinats zu schreiben. Alltagsgeschichte, wirtschaftshistorische Aspekte der Entwicklung einer Gesellschaft interessieren mich ungemein. Und ich hatte damit auch Erfahrung, da ich meine Abschlussarbeit und das Leben der Gastarbeiter in Frankfurt am Main während der Arbeitsmigration vom Beginn der 50er Jahre bis zur Ölkrise 1973 geschrieben habe. Bedingt durch das Thema war es von Anfang an klar, dass ich besonders viel in den albanischen Archiven recherchieren musste. Ich verbrachte mehrere monatige Aufenthalte in Tirana und in Elbasan in den Archiven, wo ich mich mit den Akten von verschiedenen Institutionen beschäftigte, die für mein Thema von Bedeutung waren. Außerdem verbrachte ich viel Zeit im albanischen Filmarchiv, in der Nationalbibliothek und in diversen anderen Bibliotheken, die für mein Thema besonders wichtig waren. In Deutschland erwies sich vor allem die Regensburger Bibliothek des Instituts für Ost- und Südosteuropa-Studien von großem Belang. Sie ist unentbehrlich für jeden, der sich mit Südosteuropa beschäftigt. Die Studie über das Großkombinat macht es mir nicht nur möglich, ein Stück Unternehmensgeschichte zu schreiben, sondern zugleich einen Beitrag zur Erforschung der Arbeitergeschichte zu leisten. Dabei stellte ich unter anderem fest, dass trotz des hohen Repressionsgrades die Arbeiter in Albanien einen breiteren Verhandlungsspielraum besaßen, als bisher in der Forschung angenommen. Dies lag unter anderem daran, dass dem kommunistischen Führen ein wichtiges Druckinstrument fehlte. Aufgrund des von ihnen erhobenen Anspruchs, keine Arbeitslosigkeit in den von ihnen regierten Ländern zuzulassen, stand ihnen kein Arbeitskräftereservoir zur Verfügung. Versuche der Herrschenden, mit Hilfe von totalitären Strukturen ihre Intentionen durchzusetzen, waren nicht besonders erfolgreich. Dabei spielten sowohl innenpolitische als auch außenpolitische Entwicklungen eine Rolle, wie beispielsweise die Verschlechterung der albanisch-chinesischen Beziehungen, die große Schwierigkeiten bei den Abschlussarbeiten hervorrief.
Die kommunistischen Führer wollten aber nicht zugeben, dass der Bau des Kombinats eine Fehlentscheidung gewesen war, weshalb sie das Kombinat aufgrund seiner symboltragenden Bedeutung durch Subventionen am Leben zu erhalten versuchten. Die Stahlwerksbeschäftigten waren mit den Arbeitsverhältnissen nicht besonders zufrieden. Missmut wurde aber selten laut bekundet. Dies lag unter anderem nicht nur daran, dass sie Angst vor Verfolgung hatten, sondern auch an der Tatsache, dass die Partei der Arbeit durch die Arbeitskräftemobilität vielen Menschen Vorteile verschafft hatte, die sie nicht verlieren wollten. Erst als die wirtschaftliche Situation unhaltbar wurde, wurde die Unzufriedenheit laut und massiv und brachte das System zum Sturz. Dies sind nur einige der Ergebnisse meiner Studie. Sie kamen leider erst Mitte Januar in den Druck, aufgrund von verschiedenen Schwierigkeiten der Druckerei, hauptsächlich technischer Natur. Das Buch dürfte in einem Monat veröffentlicht werden. Danke. Nach diesen spannenden Einblicken in die Forschung unserer diesjährigen Preisträger und Preisträgerinnen möchte ich jetzt mit den dreien noch ein kurzes Gespräch zum Entstehungsprozess ihrer Arbeiten führen. Eine im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Dissertation zu haben und hier in einem festlichen Rahmen einen Preis entgegenzunehmen, ist natürlich nur der Endpunkt eines sehr langen Prozesses. Mich und vermutlich auch die aktuell Promovierenden im Publikum interessiert deshalb, wie man an diesen Punkt kommt, wie der Weg dahin aussieht. Und dazu darf ich jetzt Frau Sadjukow, Herrn Nonay und Herrn Nalbandidazis herzlich begrüßen und Ihnen natürlich auch erstmal herzlich zu Ihrem Preis gratulieren. Als erstes würde mich interessieren, wie kamen Sie zur Promotion? Wie waren Sie finanziert und wie haben Sie überhaupt Ihr Vorhaben geplant, Frau Sadjukow? Ja, erst einmal vielen Dank für die Glückwünsche und sehr schön, heute zumindest digital hier ins Gespräch zu kommen. Ich habe quasi den klassischen Uni-Weg eingeschlagen. Ich bin über meine Tätigkeit als studentische Hilfskraft zum wissenschaftlichen Arbeiten gekommen und dann auch dabei geblieben und bin dann wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden im Lehrstuhl für Ost- und Südosteuropäische Geschichte in Leipzig und habe quasi im Rahmen dieser Tätigkeit auch meine Promotion durchgeführt über eine halbe Stelle und diese war mit Lehrtätigkeit, administrativen Tätigkeiten verbunden und die Auslandsaufenthalte für meine Forschung in Serbien habe ich dann über DRD-Stipendien finanziert bekommen. Genau, da hatte ich dann zwei Auslandsaufenthalte durch Kurzzeitstipendien für Promovierende, was auch für Südosteuropa immer ganz, ganz gut funktioniert, der Erfahrung nach und genau. Herr Nonay, wie war das bei Ihnen? Ja, ich möchte Ihnen auch vorerst für die Glückwünsche danken. Bei mir war der Weg etwas unüblich. Ich habe mittlere und neue Geschichte studiert, wusste es aber nicht, dass es einen speziellen Studiengang für Südosteuropa-Studien in München und Regensburg gab. Sonst hätte ich dort mein Studium absolviert. Als ich jetzt über einen Workshop in Regensburg erfuhr, wo ich eingeladen war, erkundigte ich mich, ob meine Doktorarbeit dort betreut werden könnte. Mein späterer Doktorvater, Professor Ulf Brumbauer vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung, erklärte sich bereit, mich bei der Durchführung der Fallstudie zu unterstützen. Die Studie wurde dann im Rahmen eines Projektes, das den Arbeiteralltag im sozialistischen Albanien und Bulgarien am Beispiel der Großkombinate von Elbasan und Krenikovci im Mittelpunkt hatte, von der Thyssen-Stiftung finanziert. Die Forschungsreisen wurden, ja, wie üblich mit Hilfe der Institutsverwaltung organisiert. Die Schwerpunkte dann für die Reisen legte ich fest unter Berücksichtigung der Themen und der Quellen, die mir von Priorität erschienen. Bei der ersten Reise beispielsweise ging es rein um Archivarbeit oder um das Ausfindigmachen von Interviewpartnern. Bei der zweiten Reise ging es um Gespräche mit den Interviewpartnern und auch um Quellenarbeit. Die letzte Reise dann, die hatte ja als Thematik das Suchen von Informationen für Fragen, die noch offen standen oder Teilergebnisse durch die Hinzugewinnung von zusätzlichen Erkenntnissen zu vervollständigen. Vielen Dank. Herr Nalbandidazis, wie war das bei Ihnen? Wie kamen Sie zur Promotion und haben das Ganze organisiert?
Ja, auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Hagemann. Das ist ja spannend, weil das ja ganz, ganz vielfältige Wege jetzt hier sind. Ich habe sozusagen noch einen dritten Weg dazu. Bei mir war das vor allem inhaltlich geleitet, also dass Menschen einander Gewalt antun. Das ist was, was mich tatsächlich selber immer irritiert oder auch bisweilen eben auch verstört. Und dementsprechend sind ja also Irritationsmomente häufig gute Ausgangspunkte für Forschung. Und ich habe mich da auch im Studium hier an der Humboldt-Universität dann immer wieder schon mit befasst und habe dann nach dem Master ehrlicherweise kurz einmal innegehalten und dann mich dazu entschieden, eben über das besagte Thema, die Militärdiktaturen in Griechenland und Argentinien, zu promovieren. Und das war sozusagen gerade für Griechenland war mein Eindruck, dass die Militärdiktatur bislang sehr wenig beachtet wurde. Und mit Argentinien war ich selber auch schon etwas vertraut. Und so kam ich dann gewisserweise, kamen dann verschiedene Stränge zusammen zu einer sehr starken intrinsischen Motivation. Plus eben dem Kontakt, den ich hier dann auch schon hatte zu meinem Betreuer, zu Hannes Granditz. Und dann habe ich einen Individualantrag gestellt. Also ich habe hier, es gibt ja diese Landesstipendien, zumindest für Berlin gibt es da auch das Elsa-Neumann-Stipendium. Da habe ich sozusagen dann schon das Vorhaben ausgearbeitet und da eben einen Antrag auf eine individuelle Förderung gestellt, was Vor- und Nachteile mit sich bringt. In meinem Fall war das mit sehr vielen Freiheiten beispielsweise auch verbunden. Also ich habe monatelange Forschungsaufenthalte dann dadurch auch in Argentinien und aber eben auch in Griechenland durchführen können. Aber da muss eben auch vieles dann selbst und eigeninitiativ organisiert werden. Genau. Ich habe noch eine Sache vergessen, die ich noch gerne ergänzen möchte. Meine Arbeit wurde auch quasi angestoßen mit durch einen Pre-Doctoral Grant der Zeitstiftung, die ja immer unterschiedliche Promotionsprogramme haben. Und ich war Teil oder Fellow in dem Programm Trajectories of Change. Und das war auch eine tolle Sache, da hat mich Janis gerade drauf gebracht, weil es quasi die Möglichkeit gab, erstmal das Forschungsprojekt auch auszuformulieren, erste Besuche in Archiven zu machen oder Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu treffen, die zu dem Thema arbeiten und dann auch sozusagen in die ideelle Förderung aufgenommen zu werden und darüber auch regelmäßig Kontakt zu anderen Doktoranden und Doktorandinnen zu haben. Das war auch ganz, ganz wichtig neben der Tätigkeit am Lehrstuhl. Sehr interessant zu hören, finde ich, dass es doch sehr vielschichtige und verschiedene Fördermöglichkeiten gibt, obwohl man häufig immer davon ausgeht, dass das Thema Südosteuropa eher ein Nischendasein fristet, aber dann doch eigentlich bei den normalen Fördergebern auch auf jeden Fall auf Unterstützung treffen kann und man sich da durchaus trauen kann, auch diese Töpfe anzuzapfen für die eigene Forschung. Das ist jetzt die eine Seite, die Finanzierung des Projekts und überhaupt erstmal in den Wissenschaftsbetrieb zu kommen. Der zweite Aspekt, um eine ausgezeichnete Arbeit zu schreiben, ist natürlich auch, man muss sich unglaublich lange motivieren über einen sehr langen Zeitraum. Sie alle haben jetzt von mehreren Forschungsaufenthalten im Ausland gesprochen, unheimlich viel Zeit und Arbeit, die Sie da rein investiert haben, teilweise auch Aufenthalte in verschiedenen Ländern. Was würden Sie sagen, wie schafft man es, sich über so einen langen Zeitraum zu motivieren? Wie schafft man sich zu organisieren, das umzusetzen? Und welche Netzwerke und Kanäle helfen dabei, vielleicht auch das Ganze umzusetzen? Wir können jetzt in umgekehrter Reihenfolge vorgehen und fangen mit Herrn Nalbandidatsis an. Ja, da haben Sie absolut recht. Das ist mit Sicherheit ein Weg voller Unwägbarkeiten. Ne? Mein gerade auch angesprochener Betreuer Hannes Granditz, der hat zu Beginn mich begrüßt mit, das wird ja ein spannendes Abenteuer. Und das wird ja, das wurde es in der Tat, ja, mit sehr unterschiedlichen Verläufen. Ich habe ja gerade schon gesprochen, dass meine Art der Förderung sehr viel Freiheiten ermöglicht hat. Das bringt eben mit sich, also ich war halt vorher schon in Berlin und für mich war das insofern wichtig, als dass ich sozusagen hier dann auch schon Kollegen und Kolleginnen hatte, mit denen ich mich darüber austauschen konnte, weil das sowas ist, was jetzt durch die Förderung selbst nicht so sehr hineingetragen wurde. Also ich habe hier dann an Kolloquien teilgenommen und bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ich bin immer wieder motiviert worden, gerade eben auch durch
meinem Betreuer in neue Kontexte zu gehen und da das Thema auch zu präsentieren. Nun habe ich thematisch ja eine Anlage mit Argentinien als einem zweiten Fall, der mich gewissermaßen auch zwang, nochmal in einen anderen Forschungskontext zu schauen. Das ging hier in Berlin ganz wunderbar mit dem Lateinamerika-Institut. Da kam sozusagen einiges gut zusammen. Und da würde ich immer zu viel Neugier und zu viel Mut ermuntern. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich da sehr viel durch zurückbekommen habe. Und viele andere Felder von möglichen Kooperationen und Kollaborationen gibt es ja auch. Ich habe in dem Zusammenhang beispielsweise dann auch, ne, die Südosteuropa-Gesellschaft fördert ja auch so Nachwuchstagungen. Ne? Dann habe ich auch mit einem Kollegen sowas beispielsweise organisiert. Und das sind alles so Elemente, die durch diese lange Phase dann tragen. Also mich zumindest. Also Forschung auch immer als in gewisser Weise als gemeinsamer Prozess, in dem man auch von anderen abhängig ist und profitiert, obwohl man ja eigentlich wirklich als Promovent, als Einzelkämpfer aufgestellt ist normalerweise. Aber das finde ich einen guten Punkt, dass man nicht alleine in dem Kontext ist und dadurch auch die Motivation hochhalten kann. Herr Nonay, wie war das in Ihrem Promotionsprozess? Ja, es gibt eigentlich mehrere Aspekte, die den Abschluss einer Doktorarbeit wirklich gefährden können. Die Frage, inwiefern eine solche Studie zur Gestaltung der eigenen Zukunft nützlich ist, hat man immer im Hinterkopf. Und auch die Gefahr der Prokrastination ist immer vorhanden. Ich hatte beispielsweise für lange Zeit den Wunsch, in den Quellen zu recherchieren oder mich über die Sekundärliteratur zu meinem Thema zu informieren. Aus Sorge, ich könnte bestimmte Aspekte meiner Studie vernachlässigt haben. Es ist aber nicht möglich, sich über jeden Aspekt eines Themas vollständig zu informieren. Das ist etwas, was man von Anfang an wissen sollte. Irgendwann mal überwindet man den inneren Schweinehund und sagt sich, jetzt ist es soweit. Dafür braucht man starken Willen und auch gute Kollegen, die zur Durchführung eines Projektes wirklich helfen können. Aber man muss auch eine gewisse Berufung fühlen. Wenn man sie nicht hat, sollte man sich nicht vornehmen, in den Geisteswissenschaften eine Promotionsarbeit zu schreiben. Und ich habe das gehabt. Ich wollte zur Erforschung der albanischen Zeitgeschichte beitragen und war der Ansicht, dass ich als gewissermaßen Zeitzeuge und ausgebildeter Historiker die Voraussetzungen besaß, um mein Vorhaben durchzuführen. Mit Sicherheit auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, auch wenn es lange dauert, wirklich für sein Thema brennen muss, um es durchzustehen und auch wirklich das Erkenntnisinteresse auch ein eigenes Interesse sein muss in gewisser Weise. Frau Satyukov, wie haben Sie das Ganze durchgestanden? Ja, ich glaube, für mich war es sehr wichtig, auch eine feste Struktur zu haben, verbunden mit Deadlines und dann natürlich einen wissenschaftlichen Austausch und Momente der Bestätigung, die eben auch die Begeisterung am Thema nicht verlieren lassen. Und das war das, womit ich am Anfang, glaube ich, am meisten gehadert habe, dieses langfristige Projekt, dass irgendwann dieses Buch stehen wird, aber was passiert auf dem Weg? Und da war für mich tatsächlich die Tätigkeit als Hochschullehrerin eine großartige Möglichkeit, auch immer wieder kurzfristigen Erfolge zu haben, indem ich in den Austausch mit Studierenden gekommen bin und Themen, die mich interessieren, diskutieren konnte und so auch einen direkten Output hatte, genauso wie halt das Vorstellen auf Tagungen oder das Verfassen von Artikeln, also all diese Momente, die wichtig sind für die eigene Forschung und die auch eben kurzfristig schon mal einem zeigen, dass das, was man macht, wichtig ist und Spaß macht. Und dann ist der zweite Punkt, genau, würde ich sagen, Struktur und Deadlines. Wir haben am Lehrstuhl bei Wolfgang Höpken, meinem Doktorvater, dann einige Doktoranden und Doktorandinnen gehabt und regelmäßige Klausurtagungen eingeführt nach einer Weile. Und das war toll. Da gab es dann halt immer einmal im halben Jahr die Deadline. Bis dahin musste was geschrieben werden. Und dann haben auch alle geschrieben. Und das war Wolfgang Höpken hat uns, und das ist mittlerweile immer noch mein Forschungslebensmotto, why
Writing is Rewriting. Also jeder geschriebene Text ist erstmal ein Text und der wird sich verändern, der wird besser werden. Aber man hat etwas, worüber man diskutieren kann. Und das war für uns alle so der Initialmoment. Und ab dann wurden die Arbeiten doch verhältnismäßig schnell fertig, würde ich sagen. Und selbst habe ich mir auch vor Ort genau an verschiedenen Kolloquien teilgenommen und noch eine eigene Ost-Südosteuropa-Schreibgruppe ins Leben gerufen. Liebe Grüße, falls ihr zuschaut. Und wir haben uns auch einmal im Monat getroffen und verschiedene Texte, Vorträge und wie auch immer durchgesprochen bei Kaffee und Kuchen in meinem Büro. Und das war auch für das soziale Moment, was ja in der Promotion sehr wichtig ist, eine sehr, sehr schöne Erfahrung. In Bezug auf die Ausführung von Visa ist mir selbst gerade nochmal durch den Kopf gegangen, dass bei mir, ich habe mich ja selbst mit einem recht düsteren Kapitel befasst und habe auch diverse Interviews geführt eben mit Betroffenen. Und das ist tatsächlich auch nochmal etwas, was bei dem ich so kritisch das zu sehen ist, aber dann irgendwann mal auch eine gewisse Verbindlichkeit und Verpflichtung auch gespürt hat gegenüber, wenn man so will, dem historischen Gegenstand, den ich angefangen habe zu bearbeiten und bei dem so viele andere mir auch geholfen haben und auch zugearbeitet haben. Genau, das ist mir noch als zusätzlicher Punkt eingefallen. Mhm. Gerade bei dem Thema sicherlich auch eine sehr wichtige Motivation. Ich finde es auch insgesamt sehr, sehr nützlich, denke ich mal, auch für andere, die sich gerade in dem Prozess befinden, diese Tipps zu hören, weil eigentlich all diese Punkte ziemlich überzeugend sind für mich. Also eine Gruppe finden und Anschluss finden, damit man nicht alleine auf sich gestellt ist. Wichtig ist natürlich die intrinsische Motivation und das Brennen fürs Thema, um es letztendlich durchhalten zu können. Aber auch die Nutzung von kleinen Hilfsmitteln wie Deadlines oder auch einfach das leere Blatt zu vermeiden, um immer was zu schreiben und daran zu arbeiten, um gar nicht in die Situation zu kommen, dass man Panik vor diesem leeren Blatt bekommt oder vor dieser leeren Word-Seite, die es ja meistens ist. Ja, Sie haben den Prozess jetzt erfolgreich durchlaufen und haben nicht nur Ihre Arbeit und den Promotionsprozess erfolgreich abgeschlossen, sondern auch noch einen Preis dafür gewonnen. Was erhoffen Sie sich jetzt von diesem Förderpreis? Inwiefern ist das für Sie und Ihre weitere Laufbahn wichtig? Was würden Sie sagen, Herr Nonay? Der Förderpreis gibt mir in erster Reihe das Gefühl, dass mein Beitrag für die Forschung nicht nur wahrgenommen, sondern auch anerkannt und geschätzt wird. Er gilt nicht nur mir, sondern auch meinen Kollegen, die mich bis zum Abschluss unterstützt haben. Mit dem finanziellen Beitrag decke ich einen Teil der Druckkosten, die für mich ansonsten eine erhebliche Belastung darstellen würden. Deshalb möchte ich mich bei Frau Exner ausdrücklich dafür bedanken. Das Buch ist übrigens letzte Woche erschienen. Ich habe es bekommen und schauen wir mal, wann es zugeschickt wird. In den anderen Universitäten und wissenschaftlichen Institutionen. Hervorragend, herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist doch das beste Gefühl, wenn man dann schließlich die Arbeit gedruckt in der Hand hält. Das ging schneller, als ich dachte. Herr Nalbadidazis, was versprechen Sie sich von dem Preis? Ja, also erst einmal an meinen Vorredner ganz herzlichen Glückwunsch und Gratulation. Und dann aber auch nochmal meinen ganz herzlichen Dank. Also ich kann mich da nur anschließen, dass ich für diesen Förderpreis den aus einer Gegenwartsperspektive erstmal als Anerkennung der geleisteten Arbeit wahrnehme. Also da ganz herzlichen Dank an die Südosteuropa-Gesellschaft und auch die Fritz und Helga Exner Stiftung. Und dann hat das natürlich auch eine perspektivische Komponente, insofern, als dass das ja gewissermaßen eine sichtbare Auszeichnung ist und das in manchen Kontexten, die ich jetzt noch nicht vorhersehen kann, aber dann vielleicht auch ein Vertrauenszuschuss bedeuten mag. So, dafür mag ich in jedem Fall ganz herzlich danken. Frau Satyukov, was denken Sie?
Ja, ich möchte mich meinem Vorredner erstmal anschließen und auch nochmal meinen Dank aussprechen. Ich durfte selbst an den Nachwuchsförderkolloquien der Exner Stiftung auch teilnehmen und Herrn und Frau Exner auch nochmal persönlich kennenlernen. Es ist schon einige Jahre her und ich bin sehr dankbar, nun auch diesen Preis zu bekommen. Und ich würde sagen, in zweierlei Hinsicht ist das eine tolle Sache. Einerseits, weil auch Formate wie diese nochmal ganz stark zu einer Wissenschaftskommunikation beitragen und somit das Thema auch für ein Publikum näher bringen, das vielleicht nicht schon ganz tief drin ist in der Südosteuropa-Forschung. Und ich denke, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist und auch, wie Janis das vorhin gesagt hat, auch so eine Verantwortung für den Forschungsgegenstand. Und genau im Anschluss an diese Verantwortung, mein Buch ist auch Ende November erschienen, wenn wir jetzt hier in die Kamera halten. Es ist deutschsprachig im Transkript Verlag erschienen und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt und womit mir der Preis hoffentlich helfen wird, eine Förderung für eine englischsprachige Übersetzung und eventuell auch zukünftig eine serbischsprachige Übersetzung zu halten, weil natürlich das Thema, was wir beforschen und die Region eine ist, die vor allem in einem angloamerikanischen oder wie auch immer anderssprachigen Forschungskontext genauso viel beforscht wird wie hier. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass die Ergebnisse auch zugänglich gemacht werden. Und ich hoffe, dass wird damit dann auch möglich sein. Herr Nalbadidazis, wann erscheint Ihr Buch oder ist es schon erschienen? Tatsächlich ist es noch nicht erschienen. Ich habe jetzt leider nichts, was ich in die Kamera halten kann, aber es gibt schon verbindliche Daten. Also im Spätsommer diesen Jahres wird es dann beim Campus Verlag in der Reihe Eigene und fremde Welten erscheinen. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Super, dann haben wir auf jeden Fall drei ganz klare Leseempfehlungen für die erste Jahreshälfte und mit dem Buch von Herrn Nalbadidazis sicherlich auch ein Werk, was Sie über unseren Newsletter und die Neuerscheinungen, die dort berichtet werden, sicherlich mitbekommen werden, wenn es erscheint. Ja, ich möchte Ihnen dreien jetzt sehr herzlich danken für dieses interessante Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie der Südosteuropa-Gesellschaft nicht nur durch diesen Preis, sondern auch als Mitglieder verbunden sind und in Zukunft hoffentlich verbunden bleiben und darf jetzt weitergeben an unseren Präsidenten Manuel Sacharzin. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, auch von mir. Ich danke Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Konstantin-Jiritschek-Medaille ehrt die Südosteuropa-Gesellschaft herausragende Gelehrte auf dem Gebiet der Südosteuropa-Forschung. Bisher umfasste die Riege der Ausgezeichneten die Sparten der Geschichtswissenschaft, der Kulturwissenschaft, der Philosophie, aber auch der Literatur. In diesem Jahr wollen wir mit Herrn Professor Wladimir Djurdjevic aus Belgrad den derzeit vielleicht führenden Klimawissenschaftler aus der Region Südosteuropa ehren. Geboren 1975, arbeitet, forscht und lehrt er an der Universität Belgrad an der Fakultät für Physik, Gruppe für Meteorologie und Klimatologie. Studiert und promoviert hat Djurdjevic in Belgrad. Gastaufenthalte führten ihn in die USA, an die hoch angesehene National Oceanic and Atmospheric Administration, nach Italien ans Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici und nach Portugal ans berühmte Instituto Superior Tecnico. Djurdjevic forscht zu Klimamodellierung, Klimawandel, Risikoabschätzung und Klimamitigation und Adaption. Warum vergeben wir diese höchste wissenschaftliche Auszeichnung unserer Gesellschaft nun an einen Naturwissenschaftler? Es ist unstrittig, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen für die Gegenwart und Zukunft in der Region Südosteuropa darstellt. Der Gelehrte stellt sich diesen Herausforderungen in einer beeindruckenden Art und Weise und auf ganz verschiedenen Ebenen. Bei einem Blick auf seinen Lebenslauf, die lange Liste von Veröffentlichungen und der internationalen Seite seines Engagements sehen wir drei Ebenen seiner Arbeit. Erstens ist es die Erforschung des Charakters, der Dimensionen und der Szenarien des Klimawandels in der Region Südosteuropa. In seinen zahlreichen Aufsätzen und Vorträgen befasst er sich mit der Dimension des Klimawandels in der Region und mit der Adaption in Südosteuropa an den Klimawandel. Djurdjevic ist Mitarbeiter des Southeast European Climate Change Center, das regionale Klimabeobachtungszentrum für die Balkanhalbinsel.
Er ist in mehreren Horizon 2020-Konsortien involviert und leitet das Kapitel Südosteuropa im Projekt Terrifica, welches ein innovatives Forschungsprojekt mit einer Citizen Science-Komponente ist, die mehrmals ausgezeichnet wurde. Er erhielt den Meteorologieforschungspreis der Weltorganisation für Meteorologie in Genf. Zweitens hat er ein besonderes Engagement für die Bildung des öffentlichen Bewusstseins für den Klimawandel und eines politischen Bewusstseins für diese elementare Überlebensfrage in der Region. Es ist wichtig, dass die Klimawissenschaft auch in Südosteuropa nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse bereitstellt, sondern in der Lage ist, in die Gesellschaften, aber auch in die politischen Ämter und Köpfe hinein zu kommunizieren, dass wir gemeinsam etwas tun müssen. Und dabei geht es nicht nur um die Bekämpfung des Klimawandels an sich, sondern eben auch um diese wichtige Zukunftsfrage, gerade in der Südosteuropa, wie man eine sinnvolle Klimawandel-Adaptionsstrategie gemeinsam vorantreiben kann. Regelmäßig hält er Vorträge und ist in Medien präsent zu allen diesen Themen, aber auch zur Energiewende oder zur Luftverschmutzung und zur öffentlichen Gesundheit. Er engagiert sich also für Umweltschutz, gegen den Klimawandel, für politische Bildung im Sinne von Nachhaltigkeit als wissenschaftsbasierter Ansatz, nicht nur im Forschungsbereich, sondern auch bei Kindern und Schülern. Zum Dritten trägt er mit seinem umfassenden Wissen zur Erarbeitung von Plänen und Strategien bei, die dem Ziel der Herausforderung des Klimawandels und den Notwendigkeiten, ihm gerecht zu werden, näher kommen. Es geht ihm um eine klimaneutrale Wirtschaftsweise in der Region Südosteuropa. Hier leistet er maßgebliche Arbeit, sei es in Serbien, aber sei es auch in der gesamten Region Südosteuropa. Zu nennen sind hier nur exemplarisch seine Beiträge im Kontext der Rahmenkonvention zum Klimawandel der Vereinten Nationen. Und in der Tat gibt es gerade für die Länder des westlichen Balkans im Bereich von Klimawandel und Klimaschutz einen großen Bedarf an fachlicher Expertise. Die Länder der Region haben 2015 das Pariser Klimaabkommen natürlich unterzeichnet. Derzeit liegt die sogenannte Green Agenda for the Western Balkans auf dem Tisch. Ganz konkret haben sich die politischen Führungen der 6 Westbalkanstaaten mit der Deklaration von Sofia auf dem Westbalkangipfel im November 2020 ein ambitioniertes Ziel einer kompletten Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050 gesetzt. Zur Umsetzung solcher Ziele bedarf es nicht zuletzt fachlicher Expertise innerhalb der Region, die auch vorhat, in der Region zu bleiben. Soweit meine kurzen Ausführungen. Ich möchte Ihnen, Herrn Professor Wladimir Djurdjevic, nun ganz herzlich gratulieren und Ihnen feierlich virtuell die diesjährige Konstantin-Jiritschek-Medaille der Südosteuropa-Gesellschaft verleihen. Sehr geehrter Herr Professor Djurdjevic, hier ist sie, die Konstantin-Jiritschek-Medaille, auf Ihrem Bildschirm. Sie wird Ihnen natürlich auch noch richtig zugehen. Und ich möchte Ihnen nun die dazugehörige Urkunde verlesen. Die Südosteuropa-Gesellschaft verleiht Herrn Professor Dr. Wladimir Djurdjevic aus Belgrad in Anerkennung seiner Leistung für die Südosteuropa-Forschung die Konstantin-Jiritschek-Medaille. München, 22. Februar 2021, Manuel Sarrazin als Präsident der Südosteuropa-Gesellschaft. Im Folgenden führt nun Hans-Jörg Brey ein Gespräch mit unserem Preisträger über seine Arbeit und seine Vision als Klimaforscher in Serbien. Wir haben das Gespräch vorher aufgezeichnet. Sie können Herrn Professor Djurdjevic aber auch live bei unserer abschließenden Podiumsdiskussion erleben. Vielen Dank und viel Freude. There is numerous negative impacts of climate change. But what is soon expected is more and more extreme events.
Unfortunately, we've got a very old mobility or cars in our country. The average age is approximately 16 years. This has actually been defined by a project, by an international project. Furthermore, we need to change the way we heat our buildings. I'm not just speaking about our homes, but I'm speaking about the public buildings as well. Hello to Belgrade. Hello from München, from the studio of Southeast Europe Association, Südosteuropa Gesellschaft. My congratulations to the Jiříček Award, Professor Djurdjevic. Tell me, what was your immediate reaction when you got the notice that you will receive this award? Thank you. Thank you so much. I'm really was honored to receive such an award in the moment that I realized that. But on the other side, I was a little bit confused because an award coming from the side, let's say, which are more cover humanitarian or social sciences and questions about that. And obviously, I'm from natural science community, let's say. But on the other side, it proves me that climate change and the climate issues are not only related to the numbers and the physical laws and the way how our planet works as a physical system, but also these all questions are really related to the how society is going to respond to that and what the relation is between the nature and society when we're talking about the climate change. So thank you one more time. Our president Sarrazin, in his short laudation, he has given us a short overview about your engagement as a climatologist, your engagement in addressing the challenges of climate change in the region of the Western Balkans. And he has mentioned three main levels of your engagement. And let us talk about these three different aspects. I think the first aspect is the topic of climate change in Southeast Europe. You, as a climatologist, have observed trends and made projections of future changes, climate changes. Could you give us a short insight how the region is affected? What are the major problems in the region? So in that sense, we have some kind of fast forward in looking what the climate change is, because we are all get these all different impacts little bit faster in comparison to the rest of the world. It is also interesting that one part of our region already passed the limit of 2 degree change. So one part of our region in the last 5 years was warmer than 2 degree in comparison to the pre-industrial temperature. So in that sense, we are seeing really the face of the climate change right now. And we see many other faces, not just the warming, but also the changes in extremes. It's very interesting for our region is that we saw both changes when we're talking about precipitation extremes in terms of drought and extreme precipitation. So we have significant change in the numbers of days with extreme precipitation, which is connected to the floods. On the other side, during the summer months and the warmer part of the year, we see the increased frequency and intensity of drought. So the side of this precipitation extreme, the dry side and the wet side is changing here, and both changes are affecting many sectors here. Also, when we talk about the temperatures, we see the increased number of heat waves. And very interesting also another part about the temperature is increased number of so-called tropical nights. It's very warm. We'll probably see the biggest change in the Europe. So in that sense, this combination of high temperature, the minimum temperature, the night temperature, and the daily maximum temperature, the combination of that two numbers significantly change here, which is a huge impact on human health, especially these hot nights can be really damaging for the human health. Well, yeah, thank you for this overview. We could talk a lot about this, about the reasons for the climate change and specific regions, but let's come to a next question, which is about awareness of the problem.
If you look at Western countries, if you look at Germany, we can say that people there are quite well aware about the challenges of climate change. I guess and I suppose that in Serbia and the Western Balkan regions, this awareness is not as high as it is, for example, in Germany. Now it's interesting to see how you see your role as a natural scientist in contributing to raising this public awareness. Yeah, it is interesting that here in Western Balkans, and I know especially for the Serbia, but I'm almost sure that it's similar situation in other countries and in Southeast Europe. The people are aware that something is happening, so that they accept that climate is changing right now. The reason for that is just can be connected to the first question, because there is so many changes here that we can see by our eyes that there is almost no question that something is changing. But on the other side, the people are not so ready to take the action about that. So people are, that does not put the climate change as the biggest threat or the biggest problem right now. So in that sense, they tell us that maybe they're not ready to take an action about the climate change. And in that sense, we have a lot of space to improve that situation here, to make people more ready to take the action and to understand that future threats are really the big one, and that we should take a great care how we're gonna relate ourselves to that threats and to the risk of the future. So I took the part to explain that to the people, because I know that every time when we face the problem, the biggest tool that we have in our hands are the knowledge about that problem. So people should know what is going to happen in the future, because this story about the climate change is not stopping here on 2 degree limit. In case of our region, we're going to see the changes in the decades that coming, which will be probably the bigger that the one that we saw right now. So in that sense, I take the role to explain that to the people, because if more people know about this problem, and if more people are aware how to react to this problem and to put this problem on the right place on an agenda, the action will be more, will be better, and will be future will be more secured, let's say, in terms of how we're going to face this risk in the future. So I take any opportunity that I have, first place as a scientist, publishing papers, doing the research, doing the data analysis and so on, but also all that knowledge I try to transfer in the public sphere, and also try to transfer in the documents which are related to these regional policies or national policies about the climate change. So I try to push people first to think about this, to understand this, because the climate change is something which is happened for us for the first time in the history of modern civilization. We never before had a situation that we should adopt to the climate change or to stop the climate change by our actions. So people first need to realize that we are doing something which is deeply connect us with the nature, and connect from that we can face risk in the future. So as I said before, I really try to communicate to as much as possible people, because I think that our duty as a scientist, because we know about these numbers for decades. So our duty is to present these numbers to the people and to explain them these risks and the actions. And the one, it's not easy, but there is also good part of this story, because also we as a scientist can explain people that solutions exist, so that our actions can take us to better future and can help us to achieve the Paris Agreement goals, etc. So people also need to understand that our actions can be go in the way that we can again limit this situation in terms of how many impacts can be expected. Does this also mean that you sometimes appear in the media, in TV discussions, things like that? Yeah, sure. I appear in media, in TV, in many public panels. I gave a lot of public lectures. I gave lectures in the schools, in primary schools, in high schools, on university, on many different faculties within this Belgrade University, on regional conferences. I also collaborate with the government here in Serbia, but I also collaborate with governments in the region, not directly to the government, but to the documents that I
help to be drafted and to support the government actions in different countries. Part of the next question you already mentioned, this is your role as a consultant and as an author or co-author. From your list of publications, I have seen a quite impressive number of studies and strategies for countries in the Western Balkans. For example, in the framework of the United Nations Framework Convention on Climate Change and other UN organizations, you have written studies and acted as a consultant. Give us a small insight into these activities of yours. Yeah, sure. I mean, the global negotiation about the climate change and the process within the UNFCCC is really hard supported by very strong connection with the IPCC, and the IPCC is, let's say, scientific body. So in that sense, the process within UNFCCC is really supported by numbers and by this natural science analysis, let's say that like that. So when you are part of UNFCCC, like all countries are part of that, all countries also need to draft some kind of the reports about the climate change in their territory. And in that sense, that report also need to include information about climate, about the current trends and the future trends. And all that information is really advanced in the terms that how deep you need to go into the data, to understand the climate modeling, etc. And from that data, the country will try to define the strategy, let's say, related to the adaptation, how we're going to adapt to these changes in the future, what measures we're going to take. Should we more focus on the floods, or maybe we should more focus on the droughts, or maybe we should more focus on human health, or maybe on agriculture, which measures we should list it. All the decisions should be drafted looking into the data and into the, a lot of data, and to understand all the data. There is many, let's say, new language how this data is produced, what the data means. Like there is some strange words like uncertainty, scenarios, emissions, risk, vulnerability, etc. And as I said before, we are facing this problem first time in modern human history. So all that these analyses are pretty new for many people. So all that people who are working with drafting that documents, they are searching for this kind of expert knowledge, how to understand that data and how to convert this purely scientific data into the actions which can be related, as I said, to adaptation to climate change in the future. So I really spend a significant part of my professional life helping people to understand this data and to convert this data into the something which is decisions about right now, how it's gonna we act in the future. I think, Professor Djordjevic, you have given us a very good impression, how you as a climatologist, as a natural scientist, can contribute to a change in politics and a change in the attitudes in your country, in your region. I wish you all the best luck for this very important function of yours in the future. All the best to you, and see you in not a very long time in the panel discussion. And we are looking forward to this. Bye-bye at this moment. Bye-bye to Belgrade. Thank you one more time. It was great to have interview with you. Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, unser diesjähriger Träger des Journalistenpreises muss Ihnen wahrscheinlich gar nicht vorgestellt werden. Keno Fersek ist seit über 30 Jahren ein brillanter Kenner von Südosteuropa und ein Berichterstatter über viele verschiedene Länder und Aspekte dieser Region. Keno Fersek hat es in seinen Berichten geschafft, einerseits Sympathie für die Länder und für die Region zu schaffen und andererseits trägt seine Berichterstattung immer eine besondere Empathie für die Menschen, die in seinen Berichten vorkommen, zu uns. Wahrscheinlich würden viele meiner Kolleginnen und Kollegen sowohl aus Berlin als auch aus der Region lügen, wenn sie behaupten würden, noch nie habe ein Artikel, ein Bericht oder eine filmische Dokumentation von Keno Fersek sie auch genervt. Aber ist es nicht vielleicht das absolute Gütezeichen für einen Journalisten, wenn seine Berichterstattung kritisch und konstruktiv uns Politikerinnen und Politiker auch nervt? Keno Fersek berichtet seit den frühen 1990er Jahren aus der Region, zunächst aus Budapest, dann auch aus Bukarest. In beiden Ländern hat er die Sprache gelernt. Jemand, der Ungarisch und Rumänisch spricht, unter anderem nur eine bzw. zwei seiner vielfältigen Sprachen, für den ist natürlich klar, dass er ganz anders aus der Region berichten kann als Journalisten, die aus Berlin oder Politiker aus Berlin auf die Region gucken und Übersetzungen brauchen. Viele denken, wie kann jemand diese beiden Hauptstädte, diesen beiden Länder gleichermaßen in sein Herz und in seine Berichterstattung kleiden? Nun, für Keno Fersek ist diese Vielseitigkeit eigentlich ein Markenzeichen. Er deckt mit seiner regionalen Expertise eine große Zahl von Ländern der Region ab, wie genannt Ungarn und Rumänien, aber eben auch die Staaten des ehemaligen Jugoslawiens und Albanien. Er ist aber auch ein Liebhaber von Staaten wie der Slowakei und ein besonderer Kenner auch der Geschichte und der aktuellen Lage von nationalen Minderheiten in der Region. Aber er hat seine Vielseitigkeit auch mit den unterschiedlichen Genres, über die er arbeitet, dargelegt, mit Artikeln, Büchern, filmischen Dokumentationen. Seine unabhängigen Analysen sind, wie gesagt, meist kritisch, immer empathisch. Sie machen Lobbyarbeit für die Region in Deutschland und gleichzeitig gut recherchiert, hintergründig und von einem tiefen Grundverständnis und Grundwissen getragen. Er schreibt für den Spiegel, die Zeit, den Deutschlandfunk. Er berichtet für die Deutsche Welle, die BBC. Aber seine Filme sind auch in anderen prominenten Sendern und Plattformen zu sehen. Interessant ist, dass Keno Fersek in einer gewissen Zeit auch als Wissenschaftsjournalist tätig war. Er hat berichtet über Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt. Vielleicht war es immer sein Ziel, mit der Raumfahrt in Südosteuropa zu landen. Sie sehen selbst, Keno Fersek ist vielseitig, interessiert, unabhängig, informiert, immer unterwegs im Gespräch mit den Menschen und er möchte uns, die Region und die Menschen der Region näher bringen. Vielleicht ist das, was ihn auch so besonders auszeichnet, dass er nicht mit einem professionellen Blick alleine auf Menschen und Kollegen schaut. Wenn man über die Region, über Journalisten, über Menschen aus der Region mit Keno Fersek redet, dann merkt man, dass er immer auch den menschlichen Blick behalten hat. Er ist ein Profi, was den Journalismus angeht, aber er ist immer auch ein Mensch geblieben, der wie ein junger Mann seine Liebe und seine Leidenschaft für unsere Region Südosteuropa vor allem deswegen begründet, weil er findet, dass die Menschen aus der Region Augenhöhe mit uns verdient haben. In diesem Bestreben sehe ich die Arbeit der Südosteuropa-Gesellschaft und die Arbeit von Keno Fersek tief verbunden. Ich halte es für eine in dieser Zeit besonders wichtige Aufgabe, auch den Journalistinnenpreis für einen deutschen Berichterstatter über die Region an eine Person zu vergeben, die kritisch berichtet, auch wenn vielleicht ihre politischen Hintergründe nicht jedem von uns gleichermaßen gefallen wie anderen. Menschen wie Keno Fersek
tragen Südosteuropa in ihrem Herzen, aber sie tragen die Region vor allem auch in unsere Köpfe und in unsere Herzen. Wir brauchen Berichterstattung wie die von Keno Fersek über Südosteuropa. Und jemand, der so vielseitig ist, dass er fast die gesamte Palette der Region Südosteuropa, für die die Südosteuropa-Gesellschaft zuständig ist, abdecken kann, ist meiner Ansicht nach ein sehr, sehr würdiger Preisträger für den diesjährigen Journalistenpreis der Südosteuropa-Gesellschaft. Lieber Keno Fersek, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch gleich im Anschluss mit Ihnen, was wir virtuell führen werden. Aber ich möchte Ihnen schon jetzt virtuell die Urkunde unseres diesjährigen Journalistenpreises verleihen. Sehr geehrter Herr Fersek, die Südosteuropa-Gesellschaft verleiht Ihnen, Herrn Keno Fersek, freier Journalist und Autor aus Berlin, für die Verdienste um die Berichterstattung über Südosteuropa den Journalistenpreis der Südosteuropa-Gesellschaft. München, 22. Februar 2021. Manuel Sarrazin, Präsident der Südosteuropa-Gesellschaft. Vielen Dank. Ja, und jetzt begrüße ich virtuell zugeschaltet Keno Fersek. Sie haben gerade von uns virtuell den diesjährigen Journalistenpreis überreicht bekommen. Herzlichen Glückwunsch noch einmal und wir freuen uns sehr, dass Sie jetzt bei uns zugeschaltet sind. Guten Tag. Guten Tag, ja, und vielen Dank für diese große und auch für mich unerwartete Ehre, den diesjährigen Preis zu bekommen von Ihrer Gesellschaft. Sagen Sie, Herr Fersek, 1967 in Rostock geboren, viel Zeit in der Jugend auf dem DAS verbracht. Was bringt so ein Kind aus MacPom dazu, sich mit Südosteuropa zu beschäftigen? Ist jetzt ja nicht gerade um die Ecke. Nee, das stimmt. Ja, da muss ich vielleicht was Persönliches auch sagen. Mein Stiefvater kam aus Bulgarien und schon in meiner Kindheit, schon im Alter von 10, 11, sind wir dort zur Familie gefahren mit dem Auto. Und ich habe also alle mittel- und südosteuropäischen Länder schon damals kennengelernt, war auch teilweise positiv fasziniert, teilweise negativ fasziniert. Also Ungarn war der Westen des Ostens, Rumänien hat mich schrecklich fasziniert. Ich war geschockt, weil ich nicht gedacht hätte, dass sowas in einem sozialistischen Land möglich ist. Und ja, das hat mein großes Interesse geweckt für die Region damals schon. Jetzt gibt es ja gerade in dieser Beschreibung positive Faszination, negative Faszination, auch Kritik, wenn man so liest, was Leute zum Beispiel über ihre Bücher sagen. Was würden Sie heute dazu sagen? Wieso ist diese negative Faszination von Rumänien so augenscheinlich für Sie immer noch so prägend? Heute sind Sie meiner Ansicht nach, wenn ich Ihre Artikel lese, ein Liebhaber des Landes. Ja, natürlich. Also Rumänien, da habe ich auch lange gelebt. Das ist eine Art zweite Heimat auch für mich, auch natürlich, weil ich die Sprache spreche. Und Ungarn ist auch eine Art zweite Heimat für mich, da habe ich auch gelebt. Also Rumänien, will ich mal so sagen, ich kam dahin mit dem Leben, was ich in der DDR hatte. Und schon im Vorfeld war klar, wie schwierig das sein würde, da durchzufahren. Also mein Stiefvater organisierte alles Mögliche. Man musste eine bestimmte Zigarettensorte haben, Kent, Kaffeepackungen. Und ich kriegte das mit, dass man ohne das kein Benzin kaufen kann, kein Essen kaufen kann. Und dann kamen wir da rein. Und ich habe diese furchtbare Armut gesehen, Anfang der 80er Jahre. Rumänien zählte damals zu den 30 ärmsten Ländern der Welt. Kinder haben gebettelt und also das war überhaupt kein Vergleich mit dem Lebensstandard, den wir in der DDR hatten. Das war schon sehr, sehr schockierend für mich. Und eigentlich seit damals wollte ich wissen, warum das so ist in Rumänien. Und gut, viel, viel später habe ich dann, glaube ich, auch herausbekommen, warum das so ist. Ich habe ja auch ein Buch über Rumänien geschrieben. Aber tatsächlich hat das einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Eine andere Sache zum Beispiel in Bulgarien, da wurde ich als Kind und früher Jugendlicher das erste Mal mit Rassismus gegenüber Roma konfrontiert, habe das nie verstanden. Auch in meiner Familie wurde gegen diese Menschen gehetzt oder in der Familie meines Stiefvaters hatten wir auch Diskussionen dann. Ja, das waren schon sehr prägende Sachen, einige Eindrücke damals. Jetzt
kann man eigentlich da gut ansetzen? Und wenn man jetzt mal diesen langen Zeitraum nimmt, was würden Sie sagen, hat sich in der Region insgesamt, aber vielleicht auch in der Differenzierung dieser Region am meisten verändert? Sie sind ja einer der wenigen Journalisten, die rumänisch und ungarisch beherrschen, die sich aber auch in den Ländern des westlichen Balkans stark herumtun. Also die Slowakei, also unglaublich vielseitig, wie auch in der Laudatio beschrieben, sowohl von den Professionen, aber auch von den Sprachen und sozusagen subregionalen Hintergründen. Was würden Sie sagen, was hat sich am meisten verändert, wenn man jetzt mal von Anfang der 80er Jahre bis heute sich diese Region anguckt? Naja, was sich ganz eindeutig zum Positiven verändert hat, das waren damals sehr, sehr arme Länder, grau. Es war mehr oder weniger von den baltischen Ländern, Polen, DDR, dann bis hin nach Bulgarien. Es war alles furchtbar heruntergekommen. Und wenn man einfach mal den Zustand jetzt der Infrastruktur vergleicht oder der Leben, der allgemeinen Lebensqualität, unabhängig davon, dass es viel Armut gibt, das ist natürlich ein gigantischer Schritt. Das hätte sich niemand träumen lassen. Und wenn man das jetzt zum Beispiel für Rumänien speziell sieht, wer das erlebt hat, diese dunklen, düsteren 80er Jahre mit den Stromabschaltungen, dieses Land war wirklich dunkel, es war eisig kalt, es gab, die Läden waren komplett leer. Und wenn man das heute sieht, das ist ein unglaublicher Schritt. Ja. Das ist die eine Sache. Dann ist natürlich die große Frage, der ganze Übergang von einer Diktatur zur Demokratie. Auch da muss man sagen, wenn man das vergleicht mit dem, was gewesen ist, dann ist schon sehr, sehr viel erreicht worden in den allermeisten Ländern. Nicht in allen, aber in den allermeisten Ländern, wovon man vor 30, 35 Jahren gar nicht gewagt hätte zu träumen. Und dann kommt natürlich das, aber worüber ich auch immer wieder schreibe, wenn man sich die Maßstäbe anschaut, die Länder, die politischen Eliten auch selber an sich legen, das, was sie unterschrieben haben, zum Beispiel mit dem Beitritt zur Europäischen Union oder mit der Absichtserklärung der EU beizutreten, internationale Konventionen und so weiter. Also wenn man diese ganzen Maßstäbe nimmt, muss man natürlich nach meiner Ansicht unweigerlich zu einer kritischen Einschätzung der Zustände in den allermeisten Ländern kommen. Gut, darüber, das macht ja einen Großteil meiner Arbeit aus, also die teilweise korrupten autokratischen Regierungen oder Zustände dort zu beschreiben. Andererseits muss man auch noch ganz aktuell vielleicht sagen, paradoxerweise war dieses Jahr 2020 für Mittel- und Südosteuropa ein sehr, sehr positives, nicht wegen Corona, sondern weil in fast allen Ländern sich eine große Unzufriedenheit mit undemokratischen Zuständen manifestiert hat, beziehungsweise auch in einigen Ländern endlich nach mehr oder weniger langer Zeit korrupte, autokratische Herrscherregime abgewählt wurden. Also ich denke, es ist wert, wenn wir viel mehr auf diese Regionen gucken und mehr dafür interessieren, was war, was ist heute. Und wir können da auch viel von lernen. Das sind nicht nur so die Hanseln, die unser Spargel pflücken oder bei uns als Pfleger und Pflegerin arbeiten. Das ist mir ganz wichtig, dass es mehr vom Westen, vom sogenannten Westen aus, einen Blick auf gleicher Ebene auf die dortigen Menschen und dortigen Gesellschaften gibt. Ich finde, dass in dieser Antwort Sie jetzt eigentlich ganz treffend das gezeigt haben, was ich als roten Faden Ihrer Arbeit sehen würde, wenn ich sozusagen an Sie denke, nämlich sehr, sehr kritisch, fast manchmal schon nervig kritisch und gleichzeitig mit einer unglaublich positiven Empathie für Menschen. Was würden Sie sagen? Trifft das auf Sie zu oder ist das ein bisschen eine gemeine Einschätzung des Laudators? Ja, ich kann natürlich nicht einschätzen, ob meine Kritik nervig ist oder nicht. Also warum ich
diesen Gedanken der Empathie oder Solidarität betone oder eben, dass man so gleichrangig auf die dortigen Länder und Menschen schaut. Das hängt natürlich sicher auch mit meiner eigenen Sozialisation in einem totalitären System zusammen. Also alle diese Länder hatten ja die Gemeinsamkeit, dass sie totalitäre Systeme über 40 bis 80 Jahre waren oder 100 Jahre, wenn man die Zeit des Faschismus in einigen Ländern noch dazu zählt. Also das ist schon auch eine sehr, sehr prägende Erfahrung. Und dann, ja, familiär habe ich die Verbindungen dorthin gehabt oder habe sie, ich habe in diesen Ländern gelebt. Also das prägt ja auch eine Identität und es tut schon weh, mir tut es persönlich weh, wenn ich das hier manchmal höre, wie über Rumänen geredet wird oder über Roma oder selbst auch mit Ungarn. Also man muss Ungarn trennen von Orbán. Ungarn ist nicht Orbán. Und wenn dann hier so über Ungarn abfällig geredet wird, ach, das sind alles Nazis dort. Ja, vielleicht trage ich auch dazu bei durch meine kritischen Artikel, aber ich möchte es trotzdem trennen. Das sind nicht alles Nazis dort. Im Gegenteil, die meisten Leute sind nicht zufrieden mit dem, was Orbán da in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Also das ist mir einfach durch meine eigene Sozialisation in der DDR und durch meine frühe Bekanntschaft mit all diesen Ländern wichtig, ja, diese Empathie zu haben. Und dann muss man aber auch sagen, die Kritik, die vielleicht manche Leute von mir als nervig empfinden, die kommt auch daher, dass ich ja sehr oft in diesen Ländern auch immer noch bin. Ich lebe in Berlin, aber also wenn nicht Corona ist, dann verbringe ich so teilweise 4-5 Monate im Jahr, 4 Monate in den Ländern Mittel- und Südosteuropas. Und dann rede ich natürlich mit vielen Leuten. Klar, ich habe den Vorteil, ich spreche einige Sprachen und ich möchte aber auch mit einfachen Menschen reden, ehrlich gesagt sogar meistens lieber als mit Politikern oder Präsidenten oder Regierungschef. Und dann höre ich, was die sagen. Und die Frustration in der Region über diese Regime ist sehr, sehr groß. Und ich glaube auch, dass ich versuche, in meinen Artikeln das so ein bisschen wiederzuspiegeln, wie sich die Mehrheit der Menschen dort fühlt. Die möchten eigentlich gerne dort bleiben, die möchten nicht auswandern. Die möchten berechenbar leben in einem Land, das transparent ist, wo sie eine Garantie haben in der Justiz auf Gleichbehandlung, wo es eine vernünftige Gesundheitsversorgung und ein vernünftiges Bildungswesen gibt. Also all das gibt es nicht bei weitem nicht in dem Maße, wie das bei uns in Deutschland der Fall ist. Und diese Gespräche mit den Menschen, die beeinflussen sicherlich auch meine Kritik in den Artikeln. Und das sind eben auch oft Freunde, die zum Beispiel ihren Job verloren haben, weil sie das Wahlkreuz an der falschen Stelle gemacht haben. Oder Kollegen, Journalisten, enge Freunde, die angegriffen worden sind. Also da kann ich jetzt zum Beispiel meine Freundin Olivera Lakic aus Montenegro erwähnen. Der wurde ins Bein geschossen für ihre investigativen Berichte. Ja, sowas lässt einen natürlich nicht kalt und das fließt dann sicher auch in die Arbeit ein. Ich persönlich denke, dass Politiker zu nerven, Politikerinnen auch zu nerven, ein Qualitätsmerkmal eines guten, kritischen Journalisten ist. Und ich denke, dass ihre Vielseitigkeit sozusagen dadurch gespiegelt wird, dass es ernsthafte Anliegen sind. Die Frage, die sich dabei daran anschließt, ist, wenn wir sie als vielseitig beschreiben, also Raumfahrt, Astrophysik, unglaublich unterschiedliche Sprachkenntnisse, ein Zoon Politikon, ein Political Animal gleichzeitig, die persönliche biografische Hintergrund, wie gesagt, auch die unterschiedlichen regionalen Kenntnisse in der Region. Wie würden Sie das selber darstellen? Woher kommt das und wie lebt man damit eigentlich? Ich kann nur noch mal sagen, meine Sozialisation in der DDR, die war dieser Totalitarismus, insbesondere der spezifische
Militarismus der DDR auch, den es so in keinem anderen Ostblockland gab, auch in der Sowjetunion nicht. Die frühe Konfrontation mit dem Regime und so weiter, also das ist schon eine sehr, sehr prägende Erfahrung gewesen. Dann vielleicht auch der Umstand, dass mein Stiefvater, also dass ich über lange Jahre jemanden in der Familie hatte, der nicht Deutscher war. Ich meine, als Kind ist mir das gar nicht, für mich war das völlig normal. Das war auch mir nicht so bewusst, aber später habe ich gedacht, okay, vielleicht hat das auch dazu beigetragen, zum Beispiel, dass ich sehr viel mich für Minderheiten interessiere und über Minderheiten schreibe, eben aus dieser Erfahrung, wie das ist, wenn man etwas anders ist oder ja. Also ich glaube sehr viel meiner Arbeit hat auch mit dieser Sozialisation zu tun. Glauben Sie, dass der Umgang der politischen Systeme, der Gesellschaften mit Minderheiten, nicht nur in der Region, vielleicht insgesamt auch in Deutschland, ein Lackmustest für die Entwicklung von Gesellschaften und von Politik ist? Ja, absolut. Also, also das ist nicht mein Gedanke, sondern jetzt zitiere ich mal einen der größten, bedeutendsten Roma-Politiker und Roma-Aktivisten. Leider ist er schon einige Jahre gestorben, Nicolae Gheorghe. Ich kannte ihn sehr gut. Wir haben auch Anfang der 90er Jahre zusammengearbeitet. Also ich war so ein bisschen aktivistisch tätig in Rumänien, in dieser aufkeimenden Roma-Bewegung. Und er hat als erster in der Roma-Bewegung die These vertreten, man kann den Grad der Demokratie eines Landes oder in Mittel- und Südosteuropa daran messen, wie dieses Land mit seiner Roma-Minderheit umgeht. Und insofern würde ich sagen, ja, das ist ganz richtig. Und das ist natürlich, trifft auch in gewissem Maße auf den Umgang mit anderen Minderheiten zu. Und wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, da muss man sagen, formal hat Deutschland sehr lange zurückgehinkt hinter vielen mittel- und südosteuropäischen Ländern. Also da könnte man zum Beispiel Rumänien nehmen oder auch Ungarn oder Mazedonien zum Beispiel. Da möchte ich dran erinnern, in Deutschland waren, glaube ich, bis 1994 die Roma gar nicht anerkannt als nationale Minderheit. Deutschland hatte auch entsprechende internationale Abkommen nicht unterschrieben. Und generell gab es ja in Deutschland historisch zwei Minderheiten. In der DDR waren es die Sorben und in der Bundesrepublik der ehemaligen die Dänen, die so mustergültig behandelt wurden, aber in allen anderen Fällen haperte es doch sehr oder hapert es zum Teil immer noch. Da denke ich, dass zum Beispiel der Umgang mit unseren neuen sogenannten Minderheiten, also den türkischen Migranten zum Beispiel oder anderen, also da müsste formal noch vieles verbessert werden. Wenn man mit Ihnen redet, muss man Ungarn noch mal besonders besprechen, glaube ich. Weil vielleicht Ungarn Ihnen mit am meisten am Herzen liegt und ich glaube, Sie gleichzeitig über die Politik in Ungarn mit am kritischsten berichten. Wenn man jetzt Ihre Biografie nimmt und die von Orbán Viktor, dann sind Sie eigentlich beide Dissidenten gegen die kommunistische Willkürherrschaft gewesen. Was unterscheidet Sie denn heute? Also ich würde nicht sagen, dass ich Dissident war. Sagen Sie mal so, ich war ein aufmüpfiger Jugendlicher und was allerdings auch stimmt, Ende der 80er Jahre, so ab 1987, da war ich dann schon im Westen, da habe ich mich mit ungarischen Oppositionellen angefreundet. Das kam zufällig oder vielleicht auch nicht zufällig. Also ich war in einer libertär-anarcho-syndikalistischen Organisation und ich habe auch heute für dieses Gedankengut noch, sagen wir mal, erhebliche Sympathien und habe also damals so linke, antiautoritär-sozialistische Aktivisten kennengelernt in Ungarn, dadurch dann auch andere oppositionelle Bücher geschmuggelt, auch dort an Demonstrationen teilgenommen, also zeitgleich. Wahrscheinlich war ich sogar mit Viktor Orbán zusammen auf der Straße, auf Demonstrationen.
Ja, also ich bin, was uns unterscheidet ist, ich bin kein Politiker. Ich wollte auch nie Politiker werden. Bei mir war relativ früh klar, ich wollte gerne schreiben und auch Journalist werden. Und also auch bevor ich Journalist wurde, wollte ich gerne in Osteuropa Korrespondent sein. Für eine Zeitung, am liebsten für die Taz, was ich dann auch geworden bin zunächst. Und ja, Orban wollte halt immer ein Politiker sein und er ist früh jemand gewesen, der auch unbedingt die Nummer eins sein wollte. Das weiß ich aus seinem Umfeld, von Leuten, die ihn damals kannten. Ich habe ja auch seine Biografie sehr, sehr studiert und ich habe so eine Laufbahn nicht angestrebt. Und bei Orban, also ganz kurz gesagt, ist es dann eben so gekommen, dass dieses die Nummer eins sein und der Chef sein und ein Land anführen, das ist so dominant gewesen, dass er dann auch frühzeitig eine andere politische Linie eingeschlagen hat, von der er glaubte, dass sie ihm hilfreich ist auf diesem Weg. Wenn man sich jetzt mal anguckt, Südosteuropa-Gesellschaft ist ja eine Gesellschaft im deutschsprachigen Raum. Ich will da jetzt mal Deutschland herauspicken. Was denken Sie, ist die größte Qualität Deutschlands, in Anführungszeichen, in Bezug auf Südosteuropa? Und was ist eigentlich aktuell unsere größte Schwäche als Politik, als Gesellschaft? Wo würden Sie Deutschland, in Anführungszeichen, positiv, aber auch negativ im Umgang mit Südosteuropa die wichtigsten Sachen ins Stammbuch schreiben? Positiv ist, dass es in Deutschland, wenn man die meisten anderen oder wahrscheinlich fast alle anderen Länder westlich oder nordwestlich oder südwestlich nimmt, dass das Interesse hier an der Region am größten ist. Das hat natürlich historische Ursachen, also Teile dieser Region, nähere Teile haben mal zu Deutschland gehört. Ja, dann die historischen Verbindungen auch mit dem Habsburgerreich, die deutschen Minderheiten in Mittel- und Südosteuropa bis hinein in die Sowjetunion. Also da ist der Blick natürlich anders als aus Frankreich oder England. Und wahrscheinlich weiß man hier in Deutschland generell mehr. Und das erklärt vielleicht auch, warum es eben so eine hervorragende akademische Institution wie die Südosteuropa-Gesellschaft in Deutschland gibt, die es in der Form nicht in anderen Ländern gibt. Also wenn ich das jetzt, gut, ich behaupte das jetzt mal so. Und auch Experten weiter westlich, die gucken ja auch stark auf das, was die Südosteuropa-Gesellschaft macht. Dann gibt es einzelne Städte, also Berlin. Berlin ist ja so auch eine Hauptstadt von Mittel- und Südosteuropa. Ich finde das übrigens sehr, ich freue mich immer, wenn ich hier in Berlin, wenn ich einkaufen bin oder mit der U-Bahn fahre oder im Bus oder so und dann höre ich alle möglichen Sprachen, angefangen von Russisch, Ungarisch, Rumänisch und so, oder Serbisch, Kroatisch, Bosniakisch und so weiter. Manchmal spreche ich auch Leute an oder sehr oft sogar spreche ich Leute an und das finde ich sehr schön. Politisch gesehen, darüber habe ich auch öfter geschrieben, muss ich sagen, ist das Interesse an Mittel- und Südosteuropa doch eher oft sehr, sehr interessengeleitet. Also die Diplomatie so sagt nach außen, dass sie gerne zum Anschluss der Region an die EU beitragen will oder zur weiteren Integration oder im Fall der Westbalkanländer eben zur Aufnahme dieser Länder. Da will sie beitragen zur mehr Verankerung von Demokratie, Rechtsstaat, gute Regierungsführung und so weiter und so fort. Dazu sage ich kritisch, leider wird das in der praktischen Politik nicht umgesetzt. Also oder viel, viel zu wenig, wenn überhaupt. Da kann man jetzt Ungarn nehmen als Beispiel. Am Ende ist dann
scheint mir bei der Haltung der Diplomatie gegenüber Ungarn doch eher ausschlaggebend, dass deutsche Autokonzerne dort riesige Interessen haben und Milliardeninvestitionen. Deutsche Rüstungskonzerne verkaufen dort auch sehr gut. Also das mag sicher eine Rolle spielen, dann die Konstellation mit der Europäischen Volkspartei. Für die Westbalkanregion muss man leider sagen, wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail gehe und zum Beispiel auf den Berlin-Prozess zu sprechen komme, das ist ja auch eine Institution, die sich auf die Fahne geschrieben hat, die Region unter der Führung der deutschen Diplomatie doch viel stärker an die EU heranzubringen und auch beizutragen zur Demokratisierung, zu mehr Rechtsstaat, Entwicklung der Zivilgesellschaft. Also da ist so gut wie nichts passiert in den letzten Jahren. Und also mal ganz konkret und plakativ gesagt, schade, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel das nicht geschafft hat, bei einem ihrer Reisen mal auch sich mit Vertretern der Zivilgesellschaft zu treffen. Wie gesagt, das ist ja was sich der Berlin-Prozess explizit auf die Fahnen geschrieben hat. Und sie haben gesagt, Schwäche der deutschen Politik oder Schwäche Deutschlands in Bezug auf die Region. Ich würde da eher von Versagen oder von bewusstem Nichtstun sprechen. Und wenn man sich überlegt, dass diese Region, vor allen Dingen der Westbalkan, so ungeheuer viel auch für die deutsche Wirtschaft beiträgt. Wir könnten ohne die Fachkräfte, ohne Pfleger, Ärzte, IT-Leute und so weiter, könnte Deutschland in vielen Bereichen gar nicht leben. Also wenn man sich das anguckt, wie diese Leute zu unserem Bruttosozialprodukt beitragen, und in Klammern sage ich jetzt, also diese ganze Diskussion über Armutszuwanderung, die ist furchtbar verlogen und auch demütigend für die dortigen Menschen, weil es nur einen verschwindenden Bruchteil auf ein paar hundert, vielleicht maximal ein paar tausend Leute zutrifft. Also wenn man das in Betracht zieht, dann hat doch die Region mehr verdient, weil gerade Deutschland so viel von dieser Region schon bekommen hat. Wenn man Sie fragen würde, was Ihre Lieblingssprache ist, wie würden Sie darauf antworten? Ungarisch, glaube ich. Also jede Sprache, die ich spreche, hat so ihren eigenen Reiz, aber Ungarisch ist was ganz Besonderes. Aber fragen Sie mich jetzt nicht nach der Erklärung. Ich habe keine Begründung. Herr Persik, ich glaube, wir haben in diesem Gespräch wirklich wieder einmal feststellen können, dass Sie nicht nur ein hervorragender, vielseitiger und versierter Journalist mit Kopf und Herz bei den Menschen sind, der Politikerinnen und Politikern im positiven Sinne kritisch auf die Nerven gehen kann und gleichzeitig einen klaren roten Faden und einen Wertekompass hat, den man nicht teilen muss, aber dem man Respekt zollen sollte. Aber wir haben auch, glaube ich, gelernt, dass Sie im besten Sinne ein Lobbyist für Südosteuropa in Deutschland sind. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei ihm bedanken. Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, wie gesagt, für diese große und unerwartete Ehre, den Preis von der Südosteuropa-Gesellschaft zu bekommen. Also das ist auch, finde ich persönlich, vielleicht nicht so selbstverständlich, so jemanden vielleicht wie mir oder mit seinen kritischen Gedanken diesen Preis zu verleihen. Und an dieser Stelle möchte ich dann auch nochmal sagen, Dank an meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kolleginnen, auch in der Spiegel-Redaktion und in der Redaktion der Deutschen Welle und auch anderswo. Also das ist ja nicht ein Preis, den nur ich erhalte, sondern viele Leute beschäftigen sich mit Texten, man diskutiert über Themen, entwickelt Sachen gemeinsam. Also da sind auch viele andere Leute mit dabei und denen möchte ich, also meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich an dieser Stelle dann auch nochmal danken. Auch von uns Kössenem.
Hello, everybody. Good afternoon. I think I can switch to English. I suppose it is okay, because up until now it was in German. But of course, the panel discussion now that will start and the keynote speech, of course, will be in English. Thank you again to Zudus Europa Gesellschaft for the invitation and for organizing this panel discussion. Before I continue, actually, I would like just to give a word to Manuel Sarrazin, director, please. Thank you, Sonja. Actually, I don't want to give any big input. I think you already took over this situation quite perfectly. I just have the honor to introduce you a bit. I'm delighted that we are now starting with our panel discussion, which is a live event. So perhaps people who are joining us over the afternoon already recognize that some of the parts have been prepared, and this now is a live event. So as usual in this new online time, everything might get well or get wrong. But I'm really delighted that we will focus now on the topic of climate change, on the question of impact of climate change, how to challenge it, and what is the impact of the tries to adopt in the region. This is a major future topic for Southeast Europe. Southeast Europe is probably one of the regions in Europe which will be the most affected by climate change, but it's also the most important that fight against climate change and adoption of climate change measures cannot be done only nationally, which is quite obviously for everybody joining us here. And for this topic, it is perfect actually to have somebody from Agora Energiewende with us. Sonja Risteka is not only a delighted person with a lot of publishing work on the topic herself, she's also a responsible project manager at Agora Energiewende, and I can say as a Green MP, Agora Energiewende, this is like for others, DGAP or Robert Bosch Stiftung or Borussia Dortmund or Bayern Munich in this topic. So I just want to hand over the debate to you, and thank you, Sonja, so much for joining us. And I'm curious about learning more. No. Thank you for the kind and great words. Of course, I will not hold too much because I want to leave as much time as possible for a discussion. I will just share my screen. Okay. Let me. Just a second. It's always a bit difficult with the, I hope you can see the full screen now. Actually, no. Is it now? This is always an issue with two screens. Just a second. Nope, just a second, please. Apologies, and the internet crashed just when it should not happen. Okay, I will try again. Can you hear me, everybody? Yes, I can. Great. Hear you perfectly. Thank you. Apologies again. Okay, so here is the presentation. And can you see the entire presentation now? I think you can. Love yes, it. Okay, yes. Now we can start officially. Again, apologies for that. So
Not to hold you further, the discussion today in the panel discussion will be, of course, regarding climate change, but in general, also I would say the EU Green Deal and the Balkan Green Agenda. And where is the region when it comes to fighting climate change, becoming climate neutral up to 2050, and in a way setting targets. I was already introduced. My name is Sonia Ristaska, working in Agora Energiewende for the last 3 years and building our program and activities in Southeast Europe. What are the main takeaways? The main takeaways is that the EU Green Deal is, of course, once in a lifetime opportunity to change how our economies operate in the next 30 years. There will be major changes ahead of us, not only the power sector, so not only how we produce energy and electricity, but also how we use it. The other main takeaway of the presentation discussion today is this is possible. It's possible to decarbonize. But of course, the discussion is how to do it and in what timeline. And of course, I mean, what's the price tag of all of it? When it comes to the Western Balkans, of course, I mean, the major point of our discussions today is that we are still a long way from convergence with the EU in matters of clean energy transition, decarbonization, and fighting climate change. But not all is, of course, bad. The Western Balkans do have now the opportunity to finally embrace setting targets, setting higher climate targets, announcing coal phase out, and use the available fundings to accelerate the clean energy transition. The outline of the presentation and the panel discussion is that first I will focus on the EU Green Deal a bit, the impact, the new target, minus 55 of emissions 2030 compared to 1990 level will have on how our economies operate in the EU. Then I will focus on the reliance of the Western Balkan state still on quite polluting lignite power plants. And then I will a bit touch upon the impact on the long awaited carbon border adjustment mechanism, which will have also, or is envisaged to have quite, I would say, big impact on the trade relations between the region and the EU. At the end, I will touch upon a bit of the Balkan Green Agenda, which is sort of, I would say, the small sister of the EU Green Deal, for specifically, of course, for the region of the Western Balkans, the need for investment in coal to clean transition, and what is the current pledged assistance from the side of the EU itself. After that, we have around 15 minutes reflection of the main panelists, who I will present later as well before we start the reflection. And then, of course, the most interesting part, around half an hour, we'll have a Q&A session with you, the audience. Just as an FYI, while the presentation is ongoing and while the reflection of the panelists is ongoing, I can only just encourage you to please also in this small tab Q&A or F&A, depends on which Zoom you use, to please start asking questions. State your name, to whom are you addressing the question, or if it's just general to the panel, and what is your question. After that, I will start choosing the questions, and once the Q&A session starts as well, you can also just turn on your mic and ask question directly if you think it's actually better, maybe even more exciting, because with Zoom we are sort of a bit losing this aspect of what it means to be in a room and actually just raise hands and stand up and ask questions. So that's for the formal part, but as I say, if you have any sort of questions, please use the Q&A function of Zoom, and write them there. Okay, so the main part now, the EU Green Deal and the path towards decarbonized European Union. Why is this quite important? It's important because I would say more than a year ago, before the new commission convened, there was this proposal, grand proposal by the President Ursula von der Leyen, that the EU will strive to decarbonize itself by 2050. Now, of course, it's 30 years, it might seem a lot, it's not a lot, but what does that mean? It means that we need to start somewhere, and there needs to be a middle point where we actually check where we are and whether we are on good track or not. The EU already had targets. Of course, probably everybody knows that the EU already had targets for renewables, for energy efficiency, to lower the emissions minus 40% in 2030 compared to 1990 levels. However, it was soon realized that this is not enough. If we want to have a decarbonized union, and this means, is again, I will say, not just to do the coal phase out, but actually to decarbonize steel production, to decarbonize how we operate the freight transport, aviation, heating, etc., etc., it will need actually much more.
from measures, but also how much effort do we put in. Hence why this new sort of target was, I would say, discussed. There was a lot of discussion last year, even though there was a pandemic. And in the end, in December, during the German presidency, the new target of minus 55 GHG or greenhouse gas emissions in 2030 compared to 1990 level was finally adopted. And this year, in 2021, there will be a huge legislation process which should make this happen. Why? Well, you can see on the presentation, basically, we need to cut as much emissions in the next 10 years as they were cut in the last 30 years. This is a big, huge endeavor. Of course, 30 years, we need to cram in 10 years. And this will take a lot of effort and, of course, a lot of money. According to all studies, the most efficient way to do this is to decarbonize first the power sector. Why? We already know how. We already have the technology. We already have renewables, which costs are already falling. And this is, I would say, the process which already began and can be quite finished easily in the next 10 years. Of course, the other sectors are also quite, I would say, energy intensive, like industry, like transport. But these sectors will take, I would say, now the discussion begins how to decarbonize this sector the best way, how to introduce new technologies like hydrogen, how to electrify the fleets. When it comes to transportation, what does it mean for the grids, et cetera, et cetera. So at least for the next 10 years, until we come to the middle point of 2030, the straightforward way would be to finally do the coal phase out. So in concrete terms, actually, this means that by 2030 on EU level, so EU27, there will need to be, I would say, finalization of the coal phase out processes, which have already been started and in some of the countries they will be even finished in the next, I would say, 5 to 6 years. The share of renewables in the power mix, in the production of electricity, would actually rise to around 68%. On the graph, basically, you see what is the situation in 2020. And you can see that coal is actually only 13% of the gross power mix. Only 30% of the entire electricity production on the level of the EU was actually from coal. And this will need to be only diminished to 2% in 2030. So this is I would say the most important thing. Of course, this is very simplified. There are a lot of huge other discussions, especially, as I said, hydrogen, what to do with the heavy industries like cement, like steel. How do we actually start finally? What do we do with individual transport, with freight transport? What do we do with major issues when it comes to aviation, despite the fact that, of course, we're not flying so much in the pandemic, but everybody sort of thinks that that will actually pick up once the pandemic is, I would say, mostly solved with the vaccination. So this is basically just, I would say, one simplification of what will be the major issue or the most straightforward issue to decide on in the next 10 years, and that is to finally do the coal phase out in the EU and switch to clean energy. But when it comes to the Western Balkans, it's interconnected to the EU. Of course, it wants to become part of the EU one day. What is the situation? Well, I would say the discussion is just starting. It's still, the situation is as it was. So business as usual, there is no CO2 pricing. So there is no ETS, emission trading scheme on national level, on regional level. I think only Montenegro has some sort of like very minuscule carbon pricing, but in general, the region is still relying heavily and too much on fossil fuels. As you can see basically from the graph, more than 60%, even when you take Albania into account, which is only hydro, comes from lignite, and that's all the lignite power plants, most of them are actually older than 40 years, just as FYI. And not only that, not only does this country rely on this sort of polluting power sector, which is of course determined for the health of the population, but also it exports this dirty electricity together with the emissions outside of the borders. Of course, emissions and pollution does not know borders. There are no borders when it comes to that. And they export that to the EU. For instance, around 20% of all the electricity exports in the EU,
also the emissions that they with the EU imported from outside countries was around 20%, actually, was just from the region of the Western Balkans. Three countries, mainly, for instance, in 2019, exported electricity to the EU. That's Serbia, North Macedonia, and Bosnia and Herzegovina. And of course, from the graph, you can see that both three countries actually rely quite heavily for more than 50% of their production to the old lignite-fired power plants. So yeah, this is an issue as well. And not only for the pollution, of course, which is quite bad in the region, but also it's an issue for the EU itself. So what does the EU want? The EU want a level playing field with the EU Green Deal. That means that in order to stop carbon leakage, meaning that, of course, if electricity you have to do a coal phase out in the next 10 years, you will just import cheap electricity from the region of the Western Balkans because there is no high CO2 price and there is no climate target. There are no targets whatsoever. The EU wants to stop this and wants to have a level playing field. So basically that the electricity, even if it's produced in a country which does not follow the same strict climate regulation, it will still cost the same. That's basically what the graph shows. Of course, I will share also this presentation for whoever wants to see it, I would say, in more detail. We can't go here into, I would say, quite big details of what the carbon border adjustment mechanism really means. But at the end of the day, it's a tax. It's a tax which should be, I would say, of course, in compliance with WTO rules and when it comes to a lot of agreements that especially also the region has with the EU. And it's a challenge, of course, to find the right, I would say, how to calculate rightly this tax in order to be with WTO, in order to be aligned with WTO rules. And to be honest, this is not a silver bullet to fight climate change or to stop pollution. There is a lot of research being done already that this carbon border adjustment mechanism, if introduced, of course, it makes a level playing field for the products produced in regions outside of the EU with those same products produced in the EU. But it doesn't stop pollution. Of course, the power plants in the region of the Western Balkans will stay. If there is no carbon price within the region itself, if there are no targets, if there are no plan for coal phase out, there is still business as usual, which means that we still have the pollution from this very old power plants. But of course, there is a challenge of how to, I would say, nudge the countries of the Western Balkans, especially through the energy community of Southeast Europe, and we'll discuss that later in the panel, of not only, I would say, making targets and establishing targets, but when it comes to lowering emissions and when it comes to increasing renewable energies and energy efficiency measures, but to also, I would say, to also... to also introduce one of the most, I would say, what was the most efficient mechanisms into the coal phase-out processes in the EU, and that is a carbon price within the countries or within the region itself. In any case, I will not hold too much, only just some part from the research that we already done in one of our studies, which will be published soon, of lignite phase out in the Western Balkans up until 2040. These are all the units that are actually being planned in the region. So this is a lot of money, a lot of funds going into new units running on coal and lignite, even though the EU is canceling them, of course. And basically you see that none of the newly planned units is actually making any profit. They're all making losses if there is a carbon price. And this is very important to know, especially for the investors, especially for those who are taking the loans. And for some units, they are even making losses without any carbon price. So even if there is no CO2 pricing, they're even in that case, they're making losses. And this is, I would say, quite important, quite important to know. So I will not hold too much, only to mention that the Green Agenda for the Western Balkans was introduced by the European Commission as the sort of pandan of the EU Green Deal in order to finally accelerate the coal phase out and help the countries lower the emissions, reduce CO2, reduce pollution. The countries of the Western Balkans signed this Balkan Green Agenda last year in November. Honestly, how it will be operationalized or what are the programs underneath, it's still, as far as I know, being discussed. So it's still quite unknown how this will be implemented or how the Commission will help the countries specifically when it comes to cleaning the energy sources.
There will be a lot of investments needed. I will not talk too much about it, but for instance, our research showed that only to go from coal to clean, it will needed. There will be needed for 30 years or 20 to 30 years, around 40 billion of investments. Of course, this is also an opportunity for the countries to actually finally, I would say, move their economies and open new jobs, especially because that's also has been a lot of problematic in the region. And there are a lot of people here, I believe on this platform today, who actually have touched upon a work or worked on that issue. And just very shortly, this is the pledged programmed funding for the region of the Western Balkans. So basically, you see for everything from transport to everything has been around 40 billion of planned funding. But I will only mention this. Maybe it seems like a lot of money, but when you compare it to what it needs only for the energy sector or the power sector, it's actually not so much. So yeah, of course, there needs to be, I would say, very from the countries of the Western Balkans, also a more serious approach of approaching not only the EU, but IFIs when it comes to funding any sort of energy transition or fighting climate change. But also I would say there is a big, big challenge ahead of anybody who is giving funds like the EU, like IFIs, World Bank, etc., how to tie this assistance to actually achieving certain climate goals. So I will stop here. As I said, I will give the presentation. You can look it in peace and maybe also come back with certain questions. I would also then maybe just stop the sharing of the screen. There it is. And then maybe just finally open the panel and the part that's quite interesting for me and present you the panel. Dirk Buschle, which is, I think most of you already know, is the Deputy Director and Legal Counsel of the Energy Community Secretariat. Then we have also Diana Berisha, who leads the Forum for Civic Initiatives and Grassroots and COSIT, a consortium of Kosovo leading CSOs. So basically, she has quite an extensive experience of working actively in the region to raise awareness what does sustainability actually mean and how important factor it is in energy policy and decision making. And last but definitely not least, Assistant Professor Vladimir Đurđević from Belgrade, Serbia, who is an Associate Professor of Meteorology, Climatology, and the Faculty of Physics. And he's really an expert of climate modeling and climate data analysis. So I'm opening with this the panel. I would definitely like to ask first Dirk Buschle to reflect on what I said and basically how can we actually from the position of one organization like the Energy Community of Southeast Europe, how can we make the Green Deal agenda the single strategic priority for the Western Balkans countries? Thanks a lot, Sonja. And only a few words in my native language. Herzlichen Dank für die Einladung. Viele Grüße an die Mitglieder der Südosteuropa-Gesellschaft und ihren Präsidenten. Ich bin selber stolzes Mitglied und freue mich, hier im Panel mit dabei zu sein. Thanks, Sonja. I think you actually summarized everything so well that all I can do is to give a governance perspective, because the energy community, as you mentioned, was meant to bring the countries in the Western Balkans closer to the European Union. At the time, that's over 15 years ago, the parameters were a little bit different. Then it was about preparing accession in a sector as sensitive as energy and also natural gas, so to secure what they later called the Southern Corridor. And I must maybe contradict a little bit. You mentioned energy community as being a nudging element. We are not really in the nudging business. We do this as the Romans used to do it, as Napoleon used to do it, as any empire used to do it, with an export of European law to these countries. And the deal is a deal that hasn't actually been followed up in some respects, that the countries adhere to European legislation, implement it in their energy sectors, and get closer to EU accession. And now we're at this next very decisive level of not only taking sectoral rules and principles over, but the entire Green Deal. And the Green Deal, I think, Sonja, you presented that very well, is so massive in transforming our societies and economies that you can ask yourself, is this current formula, this current basis for exporting European rules, for Western Balkans to accept European rules, still legitimate?
what is at stake is not less than, on the one hand, to widen a gap between the Western Balkans economies and the EU economy by, for instance, the absence of a carbon pricing, widen it so far that it may be impossible to bridge it at some point. But on the other hand, the risk is, of course, if we come on with the full machinery of the Green Deal into the Western Balkans, there is a risk that we will overburden their economies so much that they will just break under it. So it's a very thin line. It's a tightrope that we're walking on when we're discussing the export and the implementation of the Green Deal to the Western Balkans. And in this, maybe a few, I may just share a few experiences that we are making here. The first one being, or maybe the major one being, is actually some of the myths that we used to believe in come to the test and don't really withstand this test of the Green Deal. An original founding myth of the energy community was that is you have to invest, Europe has to invest more in infrastructure. Well, it turns out that the infrastructure in electricity is actually, you said it, Sonja, is already there. It's just underused because incumbents, the electricity companies and their system operators, they withhold it in order not to open and integrate their market. That's still a problem. And gas infrastructure, another original founding reason for an energy community, is becoming questionable per se. We're talking already more hydrogen than we talk natural gas, despite, of course, players like the Russians, but also the Americans are still very active in the gas business and the gas sectors in the region. Another founding myth was maybe this belief in the market that also determined European energy policy for a long time. And we realized that when it comes to decarbonization, the market alone evidently cannot fix it. You need additional tools. You need, for example, something that Sonja reported about, to price in externalities. You need to give carbon emissions a price that is, if I mentioned before that we have to walk on a very thin line, but that's the least common denominator, that carbon needs to be given a price, not only to discourage investment in carbon, but also to encourage the alternative, and that is investment in renewables. The question is, of course, only how to do it best. And there we see, we have a recent study in the energy community that the best possible formula is to combine a gradual pricing of carbon, so a CO2 tax or an emissions trading scheme, which starts at around 2025. That's probably also the time that we need to prepare the countries for taking up such a system, starting with basics such as monitoring and reporting, etc. So if we start phasing in a price which is only a fraction and which depends on each country's specifics of carbon price into the Western Balkans, and combine this with a true regional integration of the energy markets and economic sectors, something that has been missing so far as well, then we will achieve the best possible economic output. We come at a price overall of some 4 billion euros, but this is only half of what it costs if we are doing it the non-integrated manner, that is full carbon price and no integration of market. It will be not for free, this Green Deal, that is for sure, but we can, that's the good news, through implementing some basics, some economic basics, we can reduce the price significantly. Now, the last thing I would like to cover maybe is why did it take us so long? Why are we now in 2021, early 2021, in a situation where we have to ask ourselves almost this all or nothing questions? Why didn't we prepare the region for the Green Deal together and jointly with the European Union? Well, that is evidently a question that first and foremost would go to the European Union. Secondly, it's not that the region is completely stranded and sunk in coal investment. Especially in the last couple of years, you've seen a flood of renewables investment as well, which have been bringing prices down for renewable support as well. It's all good developments.
which is starting to really pose real competition to coal, but it's not enough. It needed more EU engagement, and it needs more EU engagement. You can probably say that the EU was a little bit introverted over the last couple of years because they had to get the Green Deal fixed at home, and that was not easy, as those of you who have followed the policy development know. And it's now time to go with the full machinery into expanding the Green Deal to these neighboring economies. There, what is next on our agenda is indeed, Sonja mentioned the financial opportunities that are present. That's always the start. COVID actually helped in that respect. We are discussing targets, not only for 2015, that is a target given by the Paris Agreement to decarbonize entirely, but targets for 2030, as the EU has it as well. That's on the energy communities plate this year. We're discussing the carbon border adjustment mechanism or carbon tax. And I agree with Sonja that this is not the best solution forward because it doesn't differentiate between good and bad energy. We should really focus on introducing this carbon price that should be highest on the priority list. And in this, we are relatively confident that now after a few years where the European Union had to get the Green Deal on rails, on track, so to say, within the European Union, and the Commission was preoccupied with this, that we will see a very active European Commission, hopefully also a very active European Union. Maybe the German presidency wasn't that what people in the Balkans or many people would have hoped for because of all the other issues that had to be solved back home and closer to home. But now I think that the formula, not only from knowing what needs to be done, Sonja outlined that, but also agreeing that all the political, diplomatic, legal instruments are being prepared so to take these partner economies on board and engage with them, embark with them on a Green Deal, which doesn't stop at the European border, is actually there. And 2021 should be the official year of starting that. Thanks. Thank you. I would say definitely a very good reflection on what was discussed, and also I would say to put even more for the next discussion, especially then I want to ask Diana to reflect not only on what I said, but also Dirk, specifically coming from the point of view of civil society in the region, and how do you see all of this, I would say, very difficult processes that are coming in accelerated speed for the region, and whether the region is actually aware of, and the civil society and the political elites as well, of these processes, and how do you think they perceive all this? Thank you, Sonja. As well as I would like to thank the organizers for inviting me to contribute to this very important and interesting panel's discussion. Before I start saying anything, I really would like to wish you all, the panelists, the discussion, the audience, families, to be healthy and to stay healthy, because the situation is quite critical, at least in the region, in terms of health-wise. COVID-19 has, of course, exposed the vulnerability of our healthcare system, our societies, as well as the need for a greater resilience, that is for sure. But it also has revealed the need, the necessity to work together, to come to some new innovative ways of cooperating, be it a cooperation between countries or sectors as well. And now that is the importance of European Green Deal for the Western Balkan member countries as well. And at this point, I believe that European Green Deal must be one of the key topics in all political talks of European Union with member states of Western Balkans. So bringing European Green Agenda, Green Deal at the very highest level of political talks, I believe it's a good start for countries of the region. Now, if we were to see where the country stands
as we currently speak. I'll start with Kosovo. We just had elections last week after not even a year that we had elections, and we had a government that went down in the middle of pandemics. So politically speaking, the situation is quite fragile. But on the other hand, there's optimism because we believe that the upcoming government is quite progressive and hopefully and wishes to be seriously taken into consideration the importance of the European Green Deal being part of the national strategy. At the same time, I have to say that there are also individuals within that political, let's say, compilation that still focus on fossil fuel investments. And that's when the civil society actors need to actually work, even with individual MPs, to change everything, starting from their understanding and educating them, like we've done even with previous governments. With regard to Albania, again, Albania has immense potential for the development of renewable energy industry, which would address, we believe, would address the unemployment issue as well as the highly migration of young people in particular from the country. However, there will be elections in 25th of April, which will hopefully will bring some kind of change at the political elite, aiming to have some change in their belief and understanding, and also mainstreaming European Green Deal into their national plans and programs. There are some countries of the Western Balkans that have turned to China, Turkey, and Russia for the help in dealing with pandemic, but that also has reflected in receiving investments, especially from Chinese banks in fossil fuel power plants. And such, this is, we're talking about Bosnia-Herzegovina, Republika Srpska, and Serbia as well. So that kind of puts it in a in another dimension, and it kind of questions the orientation of our neighboring countries with regard to their European Green Deal agenda. North Macedonia seems to be ahead of the countries in the region because of the they have already introduced a carbon pricing mechanism. We also have Montenegro, but we still need to wait because they just had a new government and to see which way are they going. What needs to be done from a civil society point of view, and as far as I've been able to monitor and to understand, is one, when we talk about just transition into climate neutrality, we also need to be carefully taking into consideration the existing oligarchs. Those that have been exploiting for many, many years the fossil fuel energy. We don't want them to become the new oligarchs of, let's say, the renewable industry. So one oligarch, one company to buy the entire industry, the entire sector. That's something that I am into very much trying to understand and see what, as a civil society actor, we can do to address that. Specifically with, in particular with local governments. On the other hand, I believe that you mentioned the amount that European Union is allocating for the Western Balkans, but what I think we need is this large funding tool that could potentially be, that could potentially be managed by the Secretariat, reaching EU targets in transportation, or perhaps creating a healthy competition between countries of the Western Balkans on the energy efficiency, and for example, designing cross-border projects that, for example, could help basically problematic cross-border countries to start generating new energy capacities. So in a way, I'm thinking like progressively, like use, not use the conflict, but use that problematic situation between different neighboring countries into generating new capacities, energy capacities. With regard to civil society, civil society organizations, it's unfortunate that quite the last couple of years, there's been somehow less and less involvement
of the regional civil society organizations into these new topics that we're discussing today. There's a lot of capacities that have been used to fight and to address the issues with fossil fuel, lignite, but now there also are other investments in organizations just to keep them silent and not practically doing the real work in the field. I'll stop here by now. For now, and then I'll continue if there's questions or anything Thank else. You, Thank you, Dan. I mean, you raised so many questions from political economy, which is, of course, a Thank very you. Important and I would say a threat, a big threat, and also the involvement of civil society, which I think it's to do the transformation from centralized to decentralized system, we cannot do without the involvement of citizens. So you raised, I think these are issues we can talk for months, not only just today. But I would then go to Professor Djurdjevic actually to ask him then, yeah, we discussed what the countries are doing or where they are or where the international community it is and where it's heading and what it wants to see in the region. But what does all of this actually, what we are discussing means for actually fighting climate change and whether do we actually even have a shot to fight already existing troubles because of climate change with all these new instruments, money, etc., etc. Yeah, sure. Thank you for the question and thank you for giving me opportunity to be the part of this panel. Of course, I would like to thank you one more time for the award today, the Jiříček Award. It's very interesting about that we should change our energy system, and I would agree with everything that previous speakers said about this transformation, and also your presentation was very informative about that. I agree with all of that. I think that the most important part of this story is that the bold action need to be seen. I mean, we talk about this many years, we saw some action, but we need to see a really bold action about all these stories. And as I said in my interview today, I think that one of the major problems is that we should do something that we as a society never do before in our past. Okay, we never live in a time as a society when the climate was changing in time scales of decades. Okay, the last 5 years was the warmest 5 years on planet Earth, and the last decade was the warmest decade. And you see that trend that is here, and that you should to fight with that trend. And on the other side, you need to transform yourself, and you need to learn. The most important thing is that you need to learn from this transformation. You for sure we cannot have a plan that it's going to work 100% in the way that we imagine how that plan should look like. So probably we're going to make some bad decisions, but we should change that. And so it's really complicated. And energy transformation is really important. It's really hard issue. It's not so easy. Even that today we know that probably the electrification of the energy power sector is maybe not so hard, and also the electrification of the transport is maybe not so hard, but on the other side we also know that last mile when you need to really put your emissions to the zero, it's super hard, and we need to prepare for that. But on that hard path of energy transformation, we often forget about this adaptation. Maybe you want to talk about that also here, because you have this one part which means that you need to put your emission to the zero, but also we know that even the Paris Agreement is something that is going to work in the future. We're going to see another degree warming in the next few decades. And right now we need to adapt to the actual changes, to the actual trends, to the actual extremes, and we're going to have more debt in the future. So we're going to need task to do dealing with adaptation in the future, with the droughts, with the floods, with heat waves, etc., with new diseases probably related to the migration of climate zones. We know that in the region we have some, let's say, new mosquitoes that makes easily to transfer something like the things like a West Nile virus or something like that. So we all need to fight that, to adapt to that, and to transform our energy system, which is even more demanding task in comparison to just transform the energy system. And we often forgot this part of adaptation. Even in the Paris Agreement,
when we talk about the Paris Agreement, always the first thing is that we should put our emissions to the zero or to keep temperature to the 2 degrees. And we often forget that there is a fund for adapting to the future climate. There is a fund. We much less talk about that. That globally, we need to be careful, and we should adapt to the future climate change, and that we should also talk about it. In that sense, I think that region is really on the hard position. Let's say I sometimes call that as a compression of time. You know, we have now several decades to do this energy transformation. And during that several decades, we're going to see the more pressure from climate extremes. So if we do nothing in the next years, we will have less time to adapt, and we will have less time to do energy transformation. And when you have less time to do something, probably you will be on the bigger risk that your decisions is not be so good as you have more time to think about and to test things and to try things and to go into it. And in that sense, I think it's for me, it's crucial to start to work very effectively right now in terms of energy transformation, but both in the same manner to work on adaptation to climate change, just because of that thing that if you are pushed to the wall, let's say by climate extremes, and you are pushed to the wall by a common economy that you need to transform your energy system, then you will open the room for maybe many wrong decisions, or maybe many, let's say, forced decisions, maybe not wrong, but forced decisions. And I think it's not a good position for us for that. Of course, we as a region trying to make this gap between European Union and ourselves to make this gap smaller and to become part of European Union in the future. And if we lost this opportunity to transform and to even at least in this part of our lives become closer to European Union, I think that we are making a really wrong decision that will even will expand this gap, not closing it or making it smaller. So in that sense, I think that we should be very careful about this. We should start to work on this. We should have this kind of bold moves. We should have some kind of bold messages. When we talk about renewables here, we should talk about real renewables, not some cosmetic changes or some small changes that politicians like to use just to show that they understand what is happening. So in that sense, I would say that will be my message. Just to underline one more time, we have this energy transition, but we also should think about the adaptation to climate change, since we know that region will be under the pressure of climate extremes in the future. It is already under the pressure, but it probably is going to be under bigger pressure in the future. Yes, thank you. Thank you so much. And I really definitely have to underline again what you said, that in these transformations that will probably even be faster in the time that it's coming than it there were in the future. It really is that we need to be careful to not make the wrong decisions, because they will have an impact, as you said, of whether we get actually closer to convergence with the EU or actually further far away. With that, before I open the floor to your questions and ask some of the questions that are already noted down, actually I would like to involve a bit the audience and ask the organizers to pull 2 poll questions to see basically what are your thoughts on what we are discussing, what we are discussing today, and see how you feel about the topics. So I would ask Christian to please put the first poll questions. Yes. So basically the first one is how much you are actually acquainted with the Green Deal and with the Balkan Green Agenda. Because this is, of course, also important from the perspective of whether this is something that it's important for the region of the Western Balkans, or something that, I would say it's not so much talked about, or wasn't at least, not only because of the pandemic, I would say, but because of other reasons as well. So yeah, please answer the question. And yeah, I suppose if everybody did, we can see the answers shortly. I don't know how much time it takes Zoom, but I suppose not too much time. there it is.
Okay, so somewhat familiar with both of them. It's the majority and only know about the Green Deal. So this is good because now we actually see that also the organizers, the Zudus Europa Gesellschaft, actually made a good decision to open a discussion on this and not to end here, but actually to continue having these discussions in the region, because it means that we definitely need to work more on strategically making the green agenda important for the Western Balkans. When I say the green agenda, I don't mean just the framework, but actually the decarbonization of the Western Balkans, because 31% of course only heard about the EU Green Deal. Thanks, quite interesting answers for sure. And then the second question is, what do you actually think about what is a strategic importance for the region? I mean, we talked about what we think what is a strategic importance, but actually what do you think is a strategic importance? One is of course the economic post-pandemic recovery. Of course, another one is the addressing pollution and climate change more seriously. Another one is strengthening energy security and building new infrastructure like the gas infrastructure. Or do you maybe believe that everything that I mentioned is actually important in the next year or two after dealing or halfly dealing with the pandemic, I would say. So think about it. You have some time for reflection, and then actually some of your questions are in line to this question as well. So it actually quite feeds into the debate that we are going to have now quite good. And all of the above is number one. A lot of strategic important issues, I would say, for the region of the Western Balkans. But of course, I cannot agree with you. I cannot agree with you more there. It's to start addressing finally the pollution and climate change more seriously. Of course, I mean, the economic post-pandemic recovery, it's number three. And emphasizing the big, large infrastructure projects has the least answers. So, this is actually quite good and feeds into our debate. With that, I will ask the first question then, which actually is about the role of gas, from Jan Axel Voss, who actually asked whether the plans under the economic and investment plan, so under the basically the green agenda for the Western Balkans, to build new infrastructure. For instance, there is one planned project between Kosovo and North Macedonia, whether this is good or bad when it comes to decarbonizing the region and fighting climate change. So I would leave actually whoever wants to answer. Dirk, Diana, Vladimir, whoever wants to answer first, please go. Okay, I can't resist that invitation. Thanks a lot. Very good question. And it's evidently a fight which only starts in the EU right now. You can see it on many front lines, so to say. The question is gas transition fuel. It is clear that decarbonization means no gas, but does it still make sense to invest in gas infrastructure in the year 2021, when we know this all has to be phased out at some point, is an open question, and there is no general answer. It is also to be looked at a little bit different, probably. I'm sure not all NGOs would agree, but in the context of the Western Balkans, because indeed gas has this potential to replace coal, and that's something good. And we just have to make sure that whatever we invest in gas this around this time now doesn't create us problem in 2050, when the infrastructure will not be fully written off yet. And there you have several aspects which provide an answer to that question. One is that there is a boom now in hydrogen in the European Union, which also will come and is coming to the Western Balkans. So you need to make sure that all infrastructures are ready for hydrogen, no matter what you build. Second is that there are places
regions and countries. You mentioned Kosovo, that indeed would benefit from a gasification and where the plants are much advanced already. Unless you have a significant amount of renewables in combination with storage, in combination with complete and ideal market integration with neighboring countries, you will probably have to replace the over 90% that Kosovo is relying on coal with some other baseload electricity, as we call it. Hydro will also not do the job. And as a continuation of a pipeline between Greece and Northern Macedonia, it would probably make sense, but that will, I think, be clarified in discussions over the next few months, to continue that from Skopje to Pristina. And thus tackle one of the biggest problems in terms of reliance on coal in the region, which is indeed Kosovo's full reliance on lignite. Thank you. Maybe if the other panelists want to touch upon this, or should I go with other questions? Okay. If not, then maybe also a bit connected to this, but with the coal sector. There is a question from Jens Bastian on financing new coal-fired units. So we touched upon this a bit, but financing them from Chinese funds or Chinese banks. And basically how to elevate green financing that does not rely on Chinese funds in the region when it comes to new projects in the energy sector or other sectors as well, I would say. So. Again, whoever wants to answer this or give maybe an opinion when it comes to Chinese funds in the region or Chinese presence in the region as well. Maybe I can say something, but yes. probably Dirk will say more, can give us more insight in terms of economy and energy, but in general about the Chinese investment in Serbia, because we know that right now we have a lot of Chinese investment here. And we know that Chinese also, the Chinese money come into to the big industry, like a steel factory in Smederevo and also the Bor copper mine, and et cetera. I think that actually because of this huge air pollution right now in Serbia, the people start to be aware that these huge investments in the large industry, which comes from China, it doesn't come without a price. Okay, that we right now, all these problems with the pollutions can be connected with this large industry, and that the Chinese companies are not so willing to put any kind regulations in real life in terms to reduce the emissions of different polluters and to be more aware of environment. In that sense, I think that Chinese. They're not losing the battle. It's hard to say that, because we know that China is right now is really economically strong country, let's say. But I think that they lose some points here because of this environmental pollution, and that people will be more and more aware in the future that all these Chinese investments, as I said, they doesn't come without a price, and that we're gonna probably sacrifice our environment if we accept everything which comes with China without any critical thinking what is coming and how it's gonna be implemented. So it's a small step. I know economy is much stronger than people awareness related to the environment, but I think it's somehow also important small step that people start to be aware of that. And I think that from the side, let's say, of NGOs and civil society organization, I think that also many actions right now are pointed to the fact that this that we can expect the huge environmental impact if we accept everything related to the industry which comes from China, which is good. But on the other side, we know that economy is really strong force in our lives. And in that sense, probably Dirk can say about something how you can economically fight without this kind of situation. Yes, Dirk, please. Yeah, just very briefly. I think investment is always good, and I have the impression that Chinese investment is very much opportunistic.
We see that investment in coal these days is not possible without support from the state, so without support from the host state. And if, for example, the countries in the region, I'm thinking about Bosnia and Herzegovina here and the Tuzla 7 power plant, if they would only apply the European rules in place already properly, like state aid rules, and also start giving carbon a price, Chinese investment in coal would stand no chance whatsoever. So this is maybe more than to demonize China. This is more about the countries not paying respect to the European rules, and maybe also self-critically, the Europeans are not caring too much about whether state aid, for example, is applied in Bosnia and Herzegovina. This should be our first line of defense and the common denominator. Investment is welcome from whatever continent and whatever country, but it should comply with our rules, and that's the European rules in the Western Balkans as well. Thank you, Dirk. Yes, I mean the presentation and our research has also shown that there is even with the Chinese funds and even without any CO2 pricing, Tuzla 7 is actually going to be losing money. So I would say that this is something that really needs to be taken into account of. But this is also then connected, I would definitely say, to how political elites make decisions. So maybe then the question to Diana, specifically from the perspective of civil society, that I want to hear from you when it comes to investments. Do you actually have, because you work in the civil society for so long, do you have this feeling that when it comes to chasing investments in a way, especially for these transformations, the governments or political elites do pay attention to where the money comes from, or how to invest it in let's say green jobs or energy transformation? That's a good question. Well, there's the public appearance of governments, what they want to be seen, or how they want to be seen from the public and the international community, by saying that yes, we care very much for the European standards. But on the other side, when decisions are made beyond closed doors, then no one knows what those standards are and what the governments actually make deals, because we're not members, or we're not part of the consultations, or we're not part of, and I'm talking as civil society representative, we're not part of the agreements. So this is what I meant when I said earlier about the monopolizing of sectors, monopolizing of industries by oligarchs, because, and in particular with the renewables now being less and less costly, there is a risk, there is a danger that previous oligarchs or current oligarchs to be taking that position against, because of the deals that they will be making with governments, and the fact that we will, as civil society actors, we will, no matter how strong and how, let's say, vocal we would be, there is always that risk of these oligarchs getting, monopolizing every kind of sector and industry. And I was also thinking about gas, sorry to go back to the second question, but it is quite political for Kosovo, so it's going to be tricky, and I really look forward to seeing what the new government will have to say when actually designing or defining their priorities and policies with regard to gas in investments in Kosovo. Thank you. Actually, yeah, thank you for touching on that as well. It's good to hear it is quite political, and I do think, yeah, I guess it's also quite a geostrategic issue. It's not only technical, and it's not only to swap coal with gas, to be honest. I have another interesting question, because, yeah, everything somehow ends with money. But to Professor Djurdjevic from Gudrun Steinaka, that there were already projects on adaptation. So what we talked about, adaptation in climate change by you in Germany, with little practical effect. So basically how, maybe not how not to get funds, but how to get more political will to tackle this this problem. Yeah, it's true. We have here, and probably in other countries in the region, for sure, we have this kind of analysis
how we should think about adaptation and what priorities should be and what potential projects should be and which kind of risk we're going to face in the future and how to relate to that risk. So let's say that UNFCCC reports, so-called national communication, you always have a list of adaptation measures for each sector, but in the real life, you cannot see that is implemented. The first thing is that we should talk about that and always mention the adaptation, I think, as much as mitigation and energy transformation. That's one point. And another point is for sure that adaptation should also find its way how to be part of the national laws and policies, like let's say some kind of strategies or some kind of national laws related to climate change. For example, in Serbia, our parliament should adopt a so-called climate change law in the next, let's say, few weeks or maybe few months. It's not the law that gonna stop the climate change, but it's law about how we're gonna track our emissions and this monitoring verification system, etc. And also there is one article in the law related to the adaptation, but I think that probably there is should be more space to adaptation in such a document, in terms that each municipality or each document, which is some kind of environmental impact study or environmental impact report for the new infrastructure projects, should include this kind of analysis on adaptation. For example, let's say in the last few years, we built a lot of highways in Serbia, but none of that highways doesn't include this analysis, how that highways will behave in the future if we had more extreme precipitation. Does that highways is gonna be flooded or not? And I know, because I know some people from let's say my this climate engineering community. I know that the one of the highways inbuilt even doesn't take into account the same amount of precipitation that we have in 2014. So that highway is not adapted for the future climate change. So government should be aware of that and should be push investors and also construction companies, that if something important is planned to be built here, that this information about future climate should be included. We have that information. It's not a science, it's rocket science, that you don't know how much temperature increase you can expect or how much precipitation, but you should have some kind of regulation who and when should use that kind of information to plan the future. So that's the one of the thing that how we can approach that. I would like also to answer one more question. Mm-hmm. Somebody asked about this 10-year time window that mm-hmm. we have, like a 10-year to face this crisis, and after that it can be late. I would like to stress that I don't like to have these binary conclusions about the climate, like today everything is good and tomorrow is the end of the world. So I know that we should talk about these 10 years and that we should talk that we need the action now. But sometimes it is not motivating when you said something like that, because many people say, okay, everything is lost. We should raise our hands and see what's going to happen in the future. Also about this 2-degree target, we should do the best to stay below 2 degrees, but it's better to stay on 2.1 than in 3.1. Okay, so it's not the end of the world if we pass 2 degrees for 0.1 degree. So I think it can be demotivating if we use this language, like we have 1 year, we have 10 years, everything is going to be lost. We should work, we should think, we should take all our knowledge that we have, we should take that knowledge and try to make the best decisions. As I said, it's not easy task, it's super hard task, but I think that we don't have any other option than to try to solve this super complex and super hard task and to secure the future. Thank you, Professor Djurdjevic. Definitely, I think especially very good points raised about how to have climate change adapted projects and infrastructure being built, especially how do we involve not only governments but investors in this. I think this is
probably whole topic for dissertation, not only a panel. And especially, yes, how do we, I mean, yes, definitely in the EU, I think nowhere is basically, yes, in 1 or 2 years. I think the only probable threat is that there will always be political leaders who will say there is enough time, and how to find the middle ground between there is enough time and there is no time at all, of course, because these are difficult and time-consuming transformations. Just maybe before we end, to touch upon, we didn't touch upon that much, of course, it's just such a broad topic, to touch upon the energy efficiency, I would say there was one comment on that, why don't we pay more attention to that and not only to building new things, of course, and also from Hans Jörg Brey now, of course, is how, what is the, when it comes to the huge potential of increasing energy efficiency, mostly, of course, in the building sector, and how can the funds from the Green Agenda, so these pledged funds for the region, can be mobilized in this direction specifically. I would maybe just add, if Hans Jörg allows me, how do we actually also fight, how do we not only improve energy efficiency, but fight energy poverty maybe with these funds finally in the region. So yeah, whoever wants to answer, please. Yes, Dirk. I can just start maybe, because it's a good question. Energy efficiency, you know, the saying goes, it's the first fuel, or energy efficiency first, or whatever we save is good from all possible accounts. But it's not so easy to implement, actually. It's much more easy to implement renewable energy projects because you have real business cases, investment cases. And yet the European Union is ready to finance a big, or to extend a big renovation wave also to the Western Balkans. And of course, you need to find the governance, find a possibility and the right ways how to translate this goodwill and the money available into real actions. I think there are many areas which have not been properly explored. Energy efficiency is mostly in housing, and that's what matters most, is again a question also of how to frame the appropriate governance. If you think of this in Germany, it has much to do with how multi-apartment buildings are governed, of Wohnungseigentumsgesetz, etc. This is mostly missing in the Balkans. So there are either no rules or bad rules which apply to the governance of multi-apartment buildings. Also the relation, this is then core civil law, the relation between tenants and the landlords, that should be attacked, and to make it not only an incentive to invest in energy efficiency, but also to create concrete projects, first governance related and then really insulation, changes of windows, etc., etc. This, and Sonia, I can just confirm that you put the right focus also on energy poverty. That's the first and most important issue also in helping wasting and paying of energy that is not needed. But it goes both sides. Also the fact that the governments right now fight energy poverty by keeping the prices low is of course problematic, because it doesn't give the right incentive to invest in energy efficiency measures. So we are in a vicious circle, and the $100 million question is where to break that circle and where to get control of it. Thank you. If anybody else wants, Diana, please. Yes, that's quite a good question, and I would start with an example. In 2013, COSTE, the consortium of civil society organizations in Kosovo working on sustainable development, we actually approached one of the local municipalities, one of, in Obilić, which is the one of the most polluted areas in Kosovo, to develop an energy efficiency project in one of the most almost demolished buildings, public housing building, for the purpose of showing that it can be done. And we had to, we were able to mobilize donors that which were interested in supporting energy efficiency concepts from 2012, 2013. And after so many meetings with the mayor, his final answer was no.
I will demolish that building and I will transform that into a public park. And people that were living in that building would be transported and given public housing in some other areas. But the reality is that so today it's 2021, to this day, that building still exists. There's no public green park and those people are living there in horrible conditions. So what I wanna say is that when we talk about energy efficiency projects and pushing this idea, it's quite a hard work for anyone to convince local governments, central governments, of the importance of investing in energy efficiency of public buildings to begin with, but also housing as well. It's quite a lot of work to convince and to educate the citizens, especially in particular in Kosovo, that when they build their houses, isolation is of critical importance because it also reduces the heating, the demand of energy to heat their houses. So it demands a lot of like mainstreaming energy efficiency policy or demands into the national policy, national programs, coordinate local and central governments with respect to implementing those policies, and then monitor the implementation of energy efficiency projects, as well as educating the entire population of the country. This is what I would say for energy efficiency projects. Thank you, Diana. Yes, I mean, I'm quite happy that we're sort of ending with the most important thing, and that's the citizens, actually. How all these funds that we are talking about all the time, all these processes that we are talking about all the time, can actually at the end serve the citizens of the region and not just forget them in rushing to just, either get closer to the EU or get closer to attracting more and more, I would say, foreign investors. If anybody has any burning question at the end of our, I would say, great discussion, at least I enjoyed the discussion today, you can also turn your mic on and ask a question as well before I give the last words to Manuel. So if there is somebody who really, really wants to say something at the end, I think it's a good opportunity to say it now. And if not, then I will just, or you can raise your hand. Yes, I just need to see the hand somehow. But apart from that, let's see. Okay, but there are still, I think, okay, to talk about corruption, also to invite in future social ecologists. This is also good, I think, quite a good an idea. Well, we can, I mean, let's let them touch upon this last issue, maybe not for, because we're not socio-ecologists, but actually about political economy, because at the end, this does affect the citizens. So maybe just some last words. I know Diana talked a lot about it, but maybe from Vladimir's or Dirk's perspective when it comes to, how corruption actually hinders these processes, and maybe not to leave on a bad note, but actually, is it possible to fight corruption in the energy in the region and finally beat it? It's super hard. I don't know what to say. That's the one of the points that I said that we're gonna have this compression of time. You know, if you are pushed by climate extremes and you need to transform your energy system because your economy is losing on the border, let's say, because of that tax on border. So you're economically in the bad position. You're in bad position because of the extremes. You don't have time to do transformation and the whole world is changing around you. Then that corruption, it's open door for the corruption to be even stronger than we have it right now. Okay, so when you are pushed and when you
when you see that you need to do something, but you don't have time to do it, then you can open the door for the something which we called corruption. And we know that the whole region is super experienced club of countries in terms of how the corruption is working, how we find our ways to not escape this kind of behavior. So in that sense, I think it can be really, really bad situation in the region. Even right now, I think in Serbia, we are really on the beginning of this energy transformation to the renewables. But even now we see, let's say, some kind of sketches how the corruption may looks like in terms of this energy transition. Because right now in Serbia, we are also in the process of adopting a new law related to the renewable energy, and we open these questions about the auctions of the green energy. And one of the question is how these auctions is going to work right in Serbia. And right now we know that we're going to have that mechanism in the future, but nobody is capable to set how these auctions is going to look like. The EBRD is going to advise us how to do that. But I think also we should be very careful about these auctions, because that auctions is also one of the points in this energy transition when corruption can be seen in very as a very fine example of that. So I think that we should think about it. I also personally sometimes I have a problem when I talk about the climate change, and then by the end when you explain people what is happening, you said, okay, we should transform our energy system. I personally afraid that this transformation will be problematic here because of the corruption. And maybe the general public will say, okay, you tell us that the energy transformation is good, and can you see right now what is happening? Okay, we're becoming more society than we was in the past with the coal power plants. So it's also some kind of ethical question for me how to communicate the energy transition. Thank you. Yes, that is good. Also, maybe just to if Dirk and Diana, maybe if they want to add something, but I won't force you for sure, because it's already late. I can just briefly say, because I find this topic, Diana, you called it oligarchs in renewables, very fascinating. There probably we need to have more research on that. And talking oligarchs, I immediately think of Ukraine, our other country, not so much the Western Balkans, probably they exist as well, but there we rather see the influence of the state in the classic energy sector as a problematic element. And I do believe in auctions as a way to increase also transparency, not only to bring prices down, which is good for citizens, but also to increase the transparency of the process. Doesn't mean that you don't have concentration in the market. There's big international players, and they are as powerful as the old oil and gas companies in the market, and soon they will be. And they will come to Serbia, they will come to Kosovo, they are already coming to other countries in the region. What I think is the untapped potential, and that brings us back to energy efficiency and putting the consumer in the center, is decentralized renewables, so solar PVs and other solutions at everybody's on everybody's roof, on everybody's at everybody's doorstep. I think there if we could channel the bulk of the money available now through the Western Balkan Green Deal strategy to decentralized solutions, I think we would catch a lot of birds with one stone. Corruption and carbon dependence being only a few of them. Thank you. Yes, decentralized solution to the problems and definitely climate change adapted infrastructure projects. It's one of the main major takeaways. I want to really thank you both Diana, Dirk, and Vladimir for really the great discussion. I know that there was some criticism that there were not concrete proposals, but trust me, all these people that were on panel today work really hard day by day to actually do change and transform the societies of the Western Balkans. And I think what they've done and what they're doing, it's enough as a proof that they're working hard to change the situation in the region. So that I will stop, and I will give finally the word back to the organizer. Yeah, thank you so much.
Sonja and panelists for this, insights and two interesting discussion, but also in the end. Frankly, from Germany, I can say that the question, who is having the power on the renewables and the Energiewende, is also an interesting question in regard to, you might call them corrupt or big tycoons or whatever, also here. And also in Germany, we had changes in the sector in the last decade on this. And I think that it's not only a question of the Western Balkan model of decentralized renewables, where the capital, the asset, is in a lot of hands and a lot of people are profiting or economically also of it, or is it a project of just the old oligarchic structures or the old oligopolistic structure? This is not only in the Western Balkans, also we have it here. So also in Germany, we should make our homework. Not always the region down there, which has problems, corrupt or old-fashioned businesses who are also quite well in adopting. und jetzt würde ich auf Deutsch umschalten. Für unsere Gäste, die kein Deutsch sprechen, ist die Dolmetschung vielleicht noch in Betrieb, die wir jetzt für dieses Panel genutzt hatten. Aber ich möchte zum Abschluss bei diesjährigen Jahreshauptversammlung ein paar Worte noch sagen. Zuallererst möchte ich sagen, dass wir normalerweise ja in München gesehen hätten, wie heute schon mehrfach dargestellt. Und ich glaube, dass die alle, die unsere Veranstaltung online verfolgen konnte, sehen konnten, wie sehr die Südosteuropa-Gesellschaft in den letzten Monaten in der Lage war, sich auf diese schwierige Lage einzustellen, umzustellen und sagen, dass ich denke, diese Veranstaltung zu verfolgen interessant war und auch trotzdem man vor dem Bildschirm war, nicht ermüdend. Das ist ein großes Lob noch einmal die Geschäftsstelle, die in der Lage war, das so zu planen und auch, ich sag mal so, interessant genug mit den unterschiedlichen Elementen, dass man es auch online verfolgen kann. Trotzdem vermissen wir alle natürlich das Bierchen, Weinchen oder das Glas Wasser mit Ihnen und euch an einem der Abende oder den Kaffee in einer der Pausen. Dieser Austausch fehlt uns, nicht nur aus fachlicher Sicht, sondern auch, weil viele der Menschen, die man bei der Südosteuropa-Gesellschaft trifft, uns gegenseitig ins Herz gewachsen sind. Deswegen möchte ich zum Abschluss der Jahreshauptversammlung Sie alle ganz herzlich grüßen und Ihnen sagen, dass wir uns sehr, sehr darauf freuen, Sie wiederzusehen und dass wir Ihnen Gedanken bei. Wir haben tatsächlich in Reaktion auf unsere Mitgliederversammlung in der letzten Woche auch in der Geschäftsstelle überlegt, ob wir vielleicht auch mal das Angebot machen, ohne ein spezifisches Thema, einfach ins Gespräch zu kommen online, um auch diese Möglichkeiten des, so sag ich mal so, By-Side-Austausches, der ja auch organisiert werden kann über solche Plattformen wie Zoom zum Teil, einmal testweise Ihnen anzubieten. Das wird vielleicht auf Sie zukommen, aber ich möchte von hier aus einfach die Solidarität und die Anteilnahme sozusagen uns gegenseitig aussprechen, dass wir uns dieses Jahr leider nicht sehen konnten und den großen Wunsch formulieren, dass sich das bald wieder ändert, weil auch die Arbeit der Gesellschaft davon lebt, dass wir uns sehen. Dazu muss man sagen, dass die aktuelle Pandemie gerade für Südosteuropa und gerade für unsere Beziehungen nach Südosteuropa Riesenherausforderung ist. Ich glaube, eine Herausforderung, die wir alle auch noch unterschätzen, obwohl wir ja so viel darüber reden. Das Wegfallen von Reisen, das Wegfallen auch der Einfachheit von Reisen für viele von uns ist ein großes Problem. Jetzt ist es so, dass natürlich immer noch gereist wird, dass viele familiäre Beziehungen in die Region auch noch aufrechterhalten werden können, aber nicht in dem Maße, in der Selbstverständlichkeit wie vorher. Und gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass leider die Folgen dieser Pandemie für das Verhältnis der Region zu uns, zur Europäischen Union, schwieriger werden wird. Dass innerhalb der Europäischen Union, zwischen der Region und zwischen Deutschland, aber auch in der Gesamtfrage der Europäischen Union, neue Herausforderungen zukommen werden. Und dass diese Grundsatzfrage, dass die klassische Stärke Europas, die Kommunikation durch, dadurch, dass man sich dauernd treffen muss, die Kommunikation über schwierige Themen, auch am Rande von Veranstaltungen, auch über vielleicht unübliche Kommunikationsmethoden aufrechtzuerhalten, dass die verloren. Man hört aus vielen Gremien in Brüssel, dass es schwieriger ist, Entscheidungen zu finden, weil die heimlichen, zum Teil sicherlich auch teuren Nebenabsprachen in der Kaffeepause oder in den Beiläden nicht mehr stattfinden können. Aber auch wenn ich daran denke, wie
Eurokrise, Krise beispielsweise in tiefen, zerrissenen Beziehungen auch zwischen Griechenland, Deutschland, Zypern, Deutschland, auch in anderen Beispielen, dass man sich immer wieder in den regelmäßigen Treffen treffen musste und dass man einfach eine stetige Arbeitsbeziehung, ein Vertrauensverhältnis darüber hatte, dass man sich kannte. Dieses Asset ist unbeschreibbar und es ist in Videokonferenzen nicht in dem Maß aufrechterhaltbar. Und gerade für Südosteuropa und den deutschsprachigen Raum, gerade für den westlichen Balkan, die Erweiterungsstaaten, aber auch für Länder wie Griechenland, Deutschland, Ungarn, Deutschland, ist das eine Herausforderung, die extrem groß ist. Ganz abgesehen davon, dass vieles von dem, über das sich zu berichten lohnen würde, vor dem Hintergrund unserer in Anführungszeichen eigenen Probleme in den Hintergrund gerät. Und wenn dann erstmal in der deutschen Politik sicherlich relativ bald die Sparhaushalte zur Rückzahlung der aufgenommenen Kredite im deutschen Bundeshaushalt anfangen werden, wird es eine große Herausforderung für uns sein, die wir stellen sollten, finanzielle Engagement Deutschlands in dieser Region für diese Projekte weiterhin auch gegen, ich sag mal, interne Ansprüche zu verteidigen. Deswegen ist, glaube ich, der Auftrag der Südosteuropa-Gesellschaft mehr denn je da. Er ist sicherlich auch groß, weil wir oftmals vergessen, darüber zu reden, dass im universitären Bereich diese Pandemie für extreme Auswirkungen hat. Wir hatten vorhin die Vorstellungen oder die Gespräche mit unseren Preisträgern, Nachwuchswissenschaftlern, die ja auch beschrieben haben, wie wichtig zum Teil das Treffen, dass die Gespräche mit anderen Habilitanten, mit den Professoren, auch die Nachwuchstagung der Südosteuropa-Gesellschaft wichtig waren, um Deadlines zu setzen, aber auch um Gespräche zu führen, um auch positives Feedback zu kriegen, um in diesem wissenschaftlichen Prozess, wo man so viel alleine denn zu Hause ist, ein Feedback zu kriegen. Ja, dass in dieser Pandemie das so nicht mehr stattfinden kann, ist, glaube ich, für viele Menschen an den Universitäten, Lehrende wie auch Lernende, ein riesiges Problem. Wir als Südosteuropa-Gesellschaft wollen uns dem annehmen. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir das in unserer Gesellschaft aufbekommen. Ja, und dann stehen wir natürlich in einem Wahljahr in Deutschland, was nicht zuletzt wegen der Pandemie einen kaum prognostizierbaren Ausgang hat. Es wird für uns als Gesellschaft sicherlich wichtig sein und wir werden uns dann mit voller Kraft reinwerfen, egal wie der Ausgang der Bundestagswahl ist, eine gute Lobby zu machen, damit sozusagen die neue Regierung, wie auch immer sie aussieht, und die neue Opposition, wer auch immer sie stellen mag, das, was die alte Regierung gut und richtig gemacht hat, fortsetzt und an den Stellen, wo wir sagen, könnte noch mehr rauskommen, das vielleicht angegangen wird. In diesem Zusammenhang möchte ich zum Abschluss der Veranstaltung noch einmal sagen, in den letzten Jahren hatten wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, auch mit anderen offiziellen Stellen in der Regierung. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir sind als Südosteuropa-Gesellschaft inzwischen, glaube ich, eine Ansprechadresse für Politik auch und für Administration, gleichzeitig auch eine Lobbygruppe für die Interessen der Region gegenüber, sag ich mal, dem politischen Berlin. Und das haben wir, glaube ich, geschafft, trotz der Pandemie aufrechtzuerhalten mit unserem Ansatz, dass wir unterschiedliche Professionen, unterschiedliche, sag ich mal, Arten verbinden, die Wissenschaftler, die Journalisten, die Politik, Menschen aus der Wirtschaft, ein breites gesellschaftliches Aspekt. Dabei die Menschen, die sich für Südosteuropa interessieren, unabhängig von ihrer politischen Couleur, ein gemeinsames Zuhause finden. Ja, das möchte ich zum Abschluss sagen, dass das auch in den nächsten Monaten, ja, bis wir uns hoffentlich wieder real treffen werden, sehr, sehr gebraucht werden. Und damit verbleibe ich. Meine Zeit, die ich mir hier gesetzt habe, dass ich nicht zu lange rede, ist kurz vor Ablauf. Herzlichen Dank Ihnen allen. Herzlichen Dank für diese wundervolle Jahreshauptversammlung mit diesem ungewöhnlichen Format. Einen wunderschönen Abend. Wieder. Wiedersehen.